Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, dass Sie gekommen sind, auch bei den schönen Temperaturen. Ich war heute im Englischen Garten und ich dachte, mein Gott, was ist hier denn los? Sind alle draußen, da kommt keiner. Und jetzt sehe ich, dass so viele gekommen sind, also freue mich sehr. Ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde einführen ins Thema und dann danach können wir darüber diskutieren, gerne auch kontrovers. Bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich noch mal ein kurzes Video zeigen. In dem Video sind einige Schwarzblenden drin. Nicht, dass Sie denken, oh, der Film ist vorbei oder so, oder sind irritiert, das ist so gewollt. Ja, also viele der Bilder, die Sie gesehen haben in dem Video, habe ich einer Reportage entnommen, eines britischen Reporterteams. Die haben vor allen Dingen in Libyen gedreht, aber man sah auch Szenen an der griechisch-mazedonischen Grenze. Vielleicht erinnern sich noch einige von Ihnen an die Worte, an die Aussagen vom damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach dem Abschluss des EU-Türkei-Abkommens. Mit ihm wurde ja die sichere, relativ sichere Landroute in die EU für Schutzsuchende 2016 geschlossen. Das war im April 2016. Thomas de Maizière warnte die Deutschen, dass man nun einige Zeit harte Bilder aushalten müsse. Hat sich de Maizières Warnung bewahrheitet? Mussten die Deutschen harte Bilder, harte Geschichten aushalten? Hat es nicht vielmehr ein Schweigen gegeben, ein Wegschauen, ein Rechtfertigen inklusive Krokodilstränen über die Folgen des Dichtmachens? Sind nicht Politik und Medien und viele, die Meinungsmacht in diesem Land haben, erleichtert, dass die Krise durch die Maßnahmen nun gelöst werden konnten, manche sogar sehr laut erleichtert? Auch bei vielen linken, liberalen, radikalen Kritikern der Regierungspolitik hieß es, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wobei nicht gesagt wurde, was nicht wiederholen konkret bedeutet, insbesondere was die Konsequenzen angeht. Ich möchte mit ein paar Fragen beginnen, die wir uns stellen sollten. Warum ertrinken weiter tausende Menschen im Mittelmeer und auf der Flucht? Warum herrschen KZ-ähnliche Zustände in Libyen, wie ein deutscher Botschaftsdiplomat sich ausdrückte? Warum werden Flüchtende gefoltert, vergewaltigt, versklavt, Kinder in Gefängnissen auf einem Quadratmeter gehalten? Warum werden viele Gräueltaten in engster Kooperation mit der EU ausgeführt, wie Menschenrechtsorganisationen kritisieren? Ein aktueller Bericht, vor zwei, drei Monaten wurde er veröffentlicht, also ein relativ aktueller Bericht über die libyschen Lager stellt fest, dass die Details der Foltermethoden kaum zu ertragen sind. Die Intensität und Kreativität der sexuellen Gewalt seien auffällig. Männer und Frauen würden gezwungen, andere zu vergewaltigen. Penisse würden abgeschnitten. Frauen würden so lange misshandelt und vergewaltigt, bis sie verbluten und sterben. Jungen müssten ihre Schwestern vergewaltigen. Zitat: Wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, hätte ich das nie geglaubt. Das glaubt man erst, wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat, berichtet ein Überlebender aus Gambia. Warum wären eine 746 Kilometer lange türkische Mauer zu Syrien und eine andere zum Iran, sie wird in diesem Jahr beendet, inklusive NATO-Stacheldraht Menschen ab, die Horror und Bedrohung entfliehen? Warum werden Syrer an der Grenze zur Türkei von Grenzschützern geschlagen, wie in Bildern gesehen, misshandelt, getötet? Warum schiebt die Türkei Schutzsuchende zurück ins Kriegsgebiet? Warum vegetieren Flüchtlinge in sogenannten Höllenexperimenten, wie eine Art Reportage Flüchtlingslager nennt? Warum werden überhaupt Heimatlose in Elendslagern, Zeltlagern, Barackenstädten ohne Zugang zu irgendeinem normalen gesellschaftlichen Leben seit Jahrzehnten in Verletzung ihrer elementaren Flüchtlings- und Menschenrechte gehalten? Im Winter verwandeln sich diese Zeltstädte zu Schlammfeldern, im Sommer zu unbewohnbaren Brutstätten, zum Beispiel das größte Lager in Äthiopien ist es, das Dadaab, das irgendwo im äthiopischen Niemandsland an der Grenze
zu Somalia vor fast 30 Jahren eingerichtet worden ist. 350.000 Flüchtlinge werden dort dauerhaft auf wenig Raum ohne Privatsphäre kaserniert. Die Temperatur steigt dort auf bis zu 50 Grad Celsius im Sommer an. Ich könnte derart weitermachen. Die Liste der Unmenschlichkeit vor den Toren Europas ist lang, sie ist bekannt und sie ist keineswegs neu. Sie bezeichnet den historischen Normalzustand. Warum geschieht das vor unseren Augen? Es waren doch vor allem die Europäer, die das international verbindliche Flüchtlingsrecht 1951 nach zwei Weltkriegen und inmitten einer europäischen Flüchtlingskrise mitentworfen und in freier Entscheidung den schutzsuchenden Staatenlosen eingeräumt haben, um solches Elend zu verhindern. Es waren ja keine Aliens, die uns die Verpflichtung aufgezwungen haben. Wie kann es sein, dass Schutzrecht und Schutzwirklichkeit für Flüchtlinge seit Jahrzehnten nichts mehr miteinander zu tun haben? Dass der internationale Flüchtlingsschutz spätestens seit den 90er Jahren am Boden liegt, wie die Fachwelt immer eindringlich da mahnt. Eine Antwort könnte sein, es gibt keine Lösung. Und das Elend der Flüchtlinge aus der Welt zu schaffen, ist unmöglich. Die Regierungen der Industriestaaten bemühen sich zwar, aber manches liegt außerhalb ihrer Möglichkeiten und unserer Verantwortung. Wir können nicht mehr tun. Und zudem sind nicht die Flüchtenden selbst schuld, wenn sie sich in Gefahr begeben? Sind nicht die Schlepper schuld, die Flüchtlinge gefährden? Ist nicht die Türkei schuld? Sind nicht die libyschen Milizen schuld? Versagen nicht die Frontstaaten rund um die Krisengebiete und das UN-Hilfswerk UNHCR, denen wir doch Milliarden geben, damit sie sich um die Menschen dort kümmern? Liegt nicht die Verantwortung bei den anderen, vor allen Dingen in der Europäischen Union, die sich einfach unsolidarisch verhalten, während Deutschland, die moralische Supermacht, hilflos daneben steht? Ein Körnchen Wahrheit liegt natürlich in allen diesen Einwänden, wie immer. Aber ein zentraler Aspekt, eine zentrale Verantwortung wird übergangen. Warum können Schutzsuchende nicht auf sicherem Weg dorthin gelangen, wo sie Schutz erhalten würden? In die reichen Industriestaaten, zu uns, wo sie geschützt werden können. Warum müssen sie ohne Schutz in den ärmlichen Frontstaaten verharren? So werden 9 von 10 Flüchtlingen in den ärmsten Ländern der Welt menschenverachtend abgelagert, im Bruch ihrer in der Flüchtlingskonvention garantierten Rechte. Daran hat auch die sogenannte Massenzuwanderung von Flüchtlingen in die EU 2015 nichts verändert. Denn die globale Flüchtlingskrise steigt weiter an. Heute gibt es rund 70 Millionen internationale Flüchtlinge und Binnenvertriebene. Die Entwicklungsländer haben wie zuvor den größten Teil des Zuwachses schultern müssen, auch in der Krise nicht die EU. Im Libanon, einem kleinen ärmlichen Land, ist heute mehr als jeder dritte Bewohner ein Schutzsuchender. Allein über 1 Million syrische Flüchtlinge leben dort, wahrscheinlich deutlich mehr. Die Türkei versorgt 4 Millionen Schutzsuchende, also dieses autoritäre Regime macht mehr, doppelt so viel wie die Europäische Union, also der Leuchtturm der Aufklärung. In der EU, dem reichsten Kontinent der Welt mit 500 Milliarden Menschen, leben, wie gesagt, heute nach der gigantischen Flüchtlingsaufnahme im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise rund 2,3 Millionen anerkannte Flüchtlinge. Früher waren es deutlich weniger. Heute also 2,3 Millionen, 0,4% der Gesamtbevölkerung. In Deutschland sind es 970.000 anerkannte Flüchtlinge, Stand Ende 2017. Den Europäern, den Deutschen, wird seit 3,5 Jahren erzählt, dass diese Flüchtlinge Europas Zusammenhalt gefährden und die EU an den Rand gebracht hätten. Wirklich? Und wie sieht es aus mit der Hilfsbereitschaft der reichsten Länder für Schutzsuchende generell? Schauen wir über den Tellerrand. Die Regierungen in Nordamerika, Japan, Australien und der EU geben für Konventionsflüchtlinge außerhalb ihrer Territorien weniger aus als deutsche Hundehalter für Hundefutter. 50 Cent bis 1 Euro pro Tag pro Flüchtling, je nach Bedrohungspotenzial, also den Möglichkeiten von Geflohenen, sich Richtung EU aufzumachen. Der Grund für dieses globale Apartheidssystem sind politische Entscheidungen, eingebettet in eine vielarmige Abwehrstrategie. Ein aktuelles Beispiel: So wurde vor einiger Zeit die Operation Sophia von der EU eingestellt,
Es gibt nun keine staatlichen Rettungsschiffe mehr im Mittelmeer. Durch die Kriminalisierung der privaten Seenotrettung ist auch diese beendet worden, das letzte mehr oder weniger beendet worden. Das letzte Rettungsschiff der deutschen Organisation CI konnte vor 2,5 Monaten nach der zermürbenden Blockade aller EU-Häfen vorerst in Malta einlaufen, mit 63 frierenden, mangelernährten Menschen an Bord oder, wie der italienische Innenminister Salvini es nannte, eine neue Ladung Menschenfleisch. 47 deutsche Städte erklärten ihre Bereitschaft, Gerettete aufzunehmen. Bundesinnenminister Seehofer zögerte lange, der Aufnahme zuzustimmen. Durch das Zurückdrängen der Rettungsmaßnahmen stieg die Sterberate von Fliehenden über das Mittelmeer Anfang dieses Jahres von rund 2% im Vorjahr auf über 12%. Mehr als jeder 10. Versuch endet nun im Tod. Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung sagte 2014, dass sich die EU mit toten Flüchtlingen vor Flüchtlingen schützt. Und damit hat er recht. Es handelt sich bei den Fliehenden um Schutzsuchende, die nicht zuletzt vor unseren Waffenkriegen, das muss ich hier nicht erzählen, und Militärschlägen, den von uns unterstützten autoritären Regime, unseren Marktstrangulierungen und unserer unfairen Handelsmacht, die uns reich und sie arm machen, sowie dem von den Industriestaaten zu verantwortenden Klimawandel fliehen. Die Industriestaaten unternehmen seit Jahrzehnten alles Erdenkliche, um Schutzsuchende draußen vor der Tür zu halten. In der Fachdiskussion, also bei Flüchtlingsrechtsexperten, wird die Flüchtlingsabwehr der reichen Länder Non-Entree-Regime genannt, also Nicht-Zugangs-Regime. Es ist ein System von virtuellen und realen Mauern inklusive Türstehern, also Staaten, die von den Industriestaaten bezahlt, erpresst, gezwungen werden, wie die Türkei im Vorfeld Fliehende, meist wenig zimperlich aufzuhalten. Es wäre ein eigener Vortrag, das Geflecht aus Maßnahmen, Regelungen, Deals, Vorschriften, rechtlichen Tricks darzustellen, mit denen der Club der Industrienationen seit Jahrzehnten das umsetzt, was Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Rede vor der Bertelsmann Stiftung 2009 zutreffend Flüchtlingsbekämpfung nannte. Meist sehr erfolgreich, abgesehen von Abschottungskrisen wie 2015. Die Abwehr ist also nicht neu. Alle Industriestaaten haben schon bei Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention, wie gesagt 1951, klargemacht, dass sie Flüchtenden kein Visum geben werden, um sicher mit Fähren, Flugzeugen, Zügen oder Bussen in die wohlhabenden Zonen der Welt zu gelangen. Dieses Verbot ist der zentrale Pfeiler im Non-Entree-Regime. Darauf bauen die weiteren Abwehrstrategien im Einzelnen auf. Es sind Maßnahmen wie Bestrafungen von Transportunternehmen, die Schutzsuchenden Tickets ausstellen, Abkommen mit Türstehern, wie gesagt, restriktive Auslegungen des internationalen Flüchtlingsrechts, sichere Dritt- und Herkunftsländerregelungen und diverse Abschreckungsinstrumente, die Flüchtende drangsalieren und entmutigen sollen. Jede Lücke im Rechtssystem wird von den reichen Ländern ausgenutzt, jede störende Verpflichtung, so gut es geht, beseitigt, um Flüchtlinge auf Armlänge vom eigenen Land fernzuhalten. Deutschland ist beim Abschotten Avantgarde und Antreiber gewesen. Siehe die Abschaffung des Asylparagraphen 16a im Grundgesetz. Das war im Zuge der sogenannten ersten Flüchtlingskrise als Schutzsuchende aus dem Bürgerkrieg in Jugoslawien Anfang der 90er Jahre vermehrt nach Deutschland gekommen sind. Damit wurde eines der progressivsten Asylsysteme in kurzer Zeit zu einem der am stärksten restriktiven transformiert. Ein zentrales Abschottungs- und Zermürbungsinstrument innerhalb der EU ist das sogenannte Dublin-System. Das kennen einige, es wird ja auch breiter diskutiert in der Öffentlichkeit. Es wurde unter der Ägide der Bundesregierung vorangetrieben, sodass sich Deutschland immer weiter von der Verantwortung für Flüchtlinge abkoppeln konnte. Mit dem Dublin-Regime wurde festgelegt, dass die EU-Staaten, in denen Flüchtlinge zum ersten Mal EU-Territorium betreten, diese auch versorgen müssen. Damit konnte das Flüchtlingsproblem auf die schwächsten süd- und osteuropäischen Länder abgewälzt werden. Überlastet und alleingelassen mit dieser Aufgabe werden die Flüchtlinge dort zermürbt. Es entstehen sogenannte Refugees in Orbit, also in einem Kreislaufsystem, werden Flüchtlinge hin und her geschoben, wenn man so will, jede Menge Frustflüchtlinge. Das ist die Logik und die Konsequenzen sind
oft Anschläge, Amokläufe und so weiter. Über die wir dann sagen wir wieder, okay, wir haben kriminelle Flüchtlinge in Deutschland, also müssen wir noch mehr abschotten. Die Industriestaaten haben den Schutzsuchenden also elementare Menschenrechte gemäß ihrer Würde eingeräumt, auf dem Papier, aber schlagen ihnen gleichzeitig die Mittel aus der Hand, sie zu realisieren, bei uns zu realisieren. Das ist der Sinn des Non-Entrée-Regimes. Es führt mehr oder weniger auf das Gleiche hinaus, wie wenn man ihnen die Menschenrechte aberkennen würde. Im Gegensatz zur offenen Annullierung der Rechte hat die Aushebelung den Vorteil, dass die Brutalität hinter humanitären Fassaden verschwindet und kompatibel erscheint mit unserer Vorstellung von Liberalität, Demokratie und Menschenrechten. Das ist grob gefasst der Hintergrund, warum die globale Flüchtlingskrise mit all ihren unschönen Folgen, harten Bildern seit Jahrzehnten ungelöst ist und sogar stetig anwächst. Die Regierungen der reichen Staaten wollen Flüchtlinge nicht bei sich haben. So einfach ist das. Die Frontstaaten im globalen Süden werden gezwungen, diese Aufgabe fast vollständig zu übernehmen, während sie gar nicht die Ressourcen dafür besitzen. Die Regierungen im globalen Norden sind im Gegenzug nicht bereit, die notwendigen Mittel für die outgesourcete Ablagerung bereitzustellen und die Wahrung des Flüchtlingsrechts zu ermöglichen. Sie lassen die Frontstaaten und die Flüchtlinge förmlich im Regen stehen. Sie liefern sie in gewisser Weise der Barbarei aus. Siehe Libyen, siehe Mittelmeer. Es ist eine Art moderner Menschenopferkult. Dieses Schicksal teilen die Flüchtenden mit den fast 1 Milliarde Hungernden im globalen Süden, die mit wenig Geld ihrem oft tödlichen Schicksal entkommen könnten, wenn denn die reichen Länder bereit wären, rund 50 Milliarden US-Dollar jährlich für eine gewisse Zeit zu zahlen. So das Ergebnis des deutschen Statistikers Josef Schmidhuber, übrigens ein, ich glaube aus München kommt er, von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Wie kann es aber sein, dass im Namen von Demokratie, einer relativ freien Gesellschaft und im Namen der Bürger wohlhabender Staaten eine Politik ausgeführt wird, die Leid, Tod und Chaos erzeugt, obwohl es konstruktive Lösungen gäbe? Die These, die mein Buch, also die Erfindung der bedrohten Republik, entfaltet, ist, dass eine zentrale Verantwortung, wenn nicht die entscheidende, den Massenmedien zukommt. Denn Medien sind mächtiger als Bomben, wie die US-Journalistin Amy Goodman vom unabhängigen Nachrichtensender Democracy Now!, Träger des alternativen Nobelpreises, einmal sagte. Medien sind mächtiger als Bomben. Sie senken oder heben förmlich den Daumen über eine Politik. Sie können den Blick der Bürger und der Gesellschaft steuern und damit Opposition gegen eine destruktive Politik befördern oder abwürgen. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat das etwas überspitzt einmal so formuliert: Zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotze. Später im Interview mit der Bild-Zeitung ergänzte er: Erstens, ich habe es gesagt. Und zweitens, ist es nicht richtig. Und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen braucht man mehr zum Regieren. Es sollte schon etwas intellektueller sein. Und zum anderen, Bild war ja immer gegen mich. Lass mir den letzten Punkt einmal beiseite. Ja, Schröder hat recht. Die Kampagnen von Bild und in der Glotze brauchen einen intellektuellen Nährboden, sonst würden sie nicht funktionieren. Denn wenn die politische Klasse, die Eliten mit Meinungsmacht, den Kurs nicht mittragen und dagegen offen opponieren, dann ist jeder Regierungskurs schnell am Ende. Und genau das tun die Leit- und sogenannten Qualitätsmedien immer wieder, Zustimmung herzustellen für den politischen Kurs, auf den sich die Eliten untereinander geeinigt haben. Abschottung und Vernachlässigung von elenden Flüchtlingen sowie die Aushebelung des internationalen Flüchtlingsrechts ist seit Jahrzehnten Konsens der Verantwortlichen. Das Buch zeigt nun am Beispiel der sogenannten Flüchtlingskrise, wie über die Medien eine offene, im Prinzip solidarische und hilfsbereite Gesellschaft auf Linie gebracht wurde. Es schildert und analysiert, wie die verschärfte Flüchtlingsbekämpfung der Regierung den Deutschen als alternativlos und human verkauft wurde.
Schauen wir zuerst von weiter oben auf die sogenannte Krise. Knapp 2 Millionen Nachrichtenbeiträge in Presse und Rundfunk, unzählige Schlagzeilen, Talkshows, Pressekonferenzen, Sommerinterviews und politische Großevents wie das Kanzlerkandidatenduell 2017 wurden in den letzten Jahren von einem Thema dominiert: Flucht und Migration. Wirkliche Bedrohung, wie die voranschreitende Klimakatastrophe und die wachsenden nuklearen Gefahren, die die Welt zunehmend an den Abgrund rücken, wurden im Vergleich dazu in den letzten Jahren zur Fußnote degradiert, wobei von den Journalisten Politiken durchgewinkt wurden, die die globalen Risiken weiter erhöhen, anstatt zu minimieren. Was die Debatte in Politik und Medien ab 2015 in Gang setzte, war natürlich nicht die Flüchtlingskrise, also die globale Krise der Flüchtlinge. Die interessierte sie gar nicht, hat sie auch nie interessiert. Was sie alarmierte, war die Abschottungskrise, die zu mehr Flüchtlingszuzug in die EU und dann auch nach Deutschland führte. Daher wurde sofort unter Führung des Kanzleramts das sogenannte Non-Entrée-Regime ausgebaut, also die Abwehr verschärft, was die Flüchtlingskrise tatsächlich verschlimmerte. Mehr Fluchttote, mehr Höllenexperimente, mehr Menschenrechtsbrüche. Diese Zusammenhänge wurden den Deutschen wie den Europäern aber vorenthalten und hinter humanitären Fassaden und wohlklingenden Begriffen versteckt. Im Prinzip wurden die Abwehrmaßnahmen wie das EU-Türkei-Abkommen mit 4 großen Erzählungen Stück für Stück medial gerechtfertigt und als unumgänglich dargestellt. Die Rechtfertigung wurde betrieben, erstens mit der Legende von der human motivierten Massenaufnahme 2015 durch die Bundesregierung. Zweitens der Inszenierung einer bedrohten Republik infolge der Asylmigration. Drittens dem Mythos des humanen Outsourcings der Flüchtlingsversorgung. Und schließlich viertens der Alternativlosigkeit der Abschottungspolitik. Bei all diesen Erzählungen wurden die Realität zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Es wurden zentrale Informationen und Hintergründe ausgeblendet. Es wurde manipuliert und Störendes, das den politischen Diskurs in Frage stellt, ausgefiltert. Das begann schon mit der Legende von der human motivierten Aufnahme im Sommer 2015 durch Merkels sogenannte Grenzöffnung. Abgesehen davon, dass es keine Grenze gab, die geöffnet werden konnte, war die Aufnahme keineswegs humanitär motiviert. Es ging eingestandenermaßen um den EU-Binnenmarkt, der durch eine drohende Kaskade von Grenzschließungen bedroht wurde. Das hätte vor allem die deutsche Exportwirtschaft geschädigt, daher musste gehandelt werden, um das zu verhindern. Es war eine realpolitische und interessengeleitete Entscheidung von Bundesregierung und den Wirtschaftsverbänden, die Flüchtlinge aus Ungarn nicht an der Weiterreise zu hindern. Nach dem Abfluss der Schutzsuchenden von der Balkanroute wurde dann von Deutschland und der EU verschärft abgeschottet, abgeschreckt und abgeschoben, um die Asylmigration so weit wie möglich wieder nach unten zu drücken, eingefordert und unterstützt erneut von Industrie- und Arbeitgeberverbänden in Deutschland und Frankreich. Durch die Schließung des sicheren Landwegs, relativ sicheren Landwegs über die Türkei und den Balkan, gingen die Flüchtlingszahlen in der EU dann wieder stark nach unten. Durch die ganze Verwirrung um Merkels angebliche Humanität und den öffentlichen Druck auf sie, endlich etwas gegen das Chaos zu tun, die Frage immer dahinter, Frau Merkel, wann handeln Sie endlich, wann ziehen Sie die Notbremse, konnte der verschärfte und brutalisierte Abschottungskurs durchgewinkt werden. Die Merkel-Unterstützer, Liberalen und Menschenfreunde, ordneten sich nun ein. Deutsche Bischöfe sowie der damalige Bundespräsident Joachim Gauck sprachen von begrenzter Barmherzigkeit. Selbst Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung nahm Merkel in Schutz. Es gebe keine andere Lösung, als mit Erdogan zu reden. Gleichzeitig gingen die Medien mit dem Laserstrahl auf die Suche nach dem bedrohlichen Flüchtling und tun das bis heute, um ihn an den Pranger zu stellen. Vor ein paar Wochen hieß es zum Beispiel in der Tageszeitung Die Welt zur Kriminalitätsstatistik für 2018, Gewalt von Zuwanderern gegen Deutsche nimmt zu. Ganz abgesehen von der diffamierenden Schlagzeile, tatsächlich sind Gewaltdelikte von Zuwanderern gegen Deutsche gesunken. Nämlich relativ gesehen, da die Anzahl der Zuwanderer in Deutschland gleichzeitig stärker als die ihrer Delikte anstieg.
Demgegenüber hat die Gewalt von Deutschen absolut wie relativ gegen Zuwanderer um 24% zugenommen. Aber die Medien interessieren sich nicht dafür. Fakt ist, Deutschland ist in der Flüchtlingskrise und auch im Zuge starker Zuwanderer seit 10 Jahren immer sicherer geworden. Zuwanderer und Flüchtlinge sind nicht gefährlicher oder gewaltbereiter als deutsche Vergleichsgruppen wie Kriminologen. Aber auch, sehr, sehr interessant, eine Stellungnahme des Bundesinnenministeriums von 2015 klarstellen. So sieht die deutsche Realität jenseits der politischen Verlautbarungen aus, während die Medien mit aufgeblasenen Einzelgeschichten Chemnitz, Kandel, Freiburg und tendenziöser Darstellung von Statistiken das Gegenteil zu suggerieren versuchen. Demgegenüber wurden Schutzsuchende als Opfer von eskalierender Gewalt und gewalterzeugenden Umständen aus dem Fokus genommen. Genauso wenig hat sich die Situation für Schutzsuchende außerhalb der EU verbessert im Zuge der großen Flüchtlingskrisenlösung, den diversen Geberkonferenzen für Flüchtlinge, umjubelt von den Medien und der politisch-medialen Rhetorik, Fluchtursachen zu bekämpfen. Im Gegenteil. Der Flüchtlingsschutz erodiert weiter und die Fluchtursachen wurden eskaliert, statt wie angekündigt abgebaut. Alles mit zustimmendem Nicken von Zeitungen, hinter denen sogenannte kluge Köpfe stecken. Die verschärfte Abschottung, wie unter anderem der EU-Türkei-Deal, war auch nicht alternativlos, ohne bessere Optionen, wie es immer wieder hieß. Eine Alternativlosigkeit, die von Presse und Rundfunk unterfüttert wurde, mit Erzählungen vom drohenden Exodus von ausgeschöpften Kapazitäten in Deutschland und einer Rebellion der Bürger gegen Flüchtlingsschutz. Tatsächlich ist die Abwehrpolitik ein antidemokratischer Akt, durchgesetzt gegen den Willen der Bürger und gegen die Einsichten und Forderungen von Zivilgesellschaft und Fachwelt. So sprachen sich die Deutschen in 3 Umfragen zum Beispiel mehrheitlich gegen das EU-Türkei-Abkommen aus und erklärten sich bereit, mehr Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Sie sind wie die Europäer zudem für ein faires Asylsystem in Europa, was auch mehr Verantwortungsübernahme für alle europäischen Staaten, aber insbesondere auch für Deutschland bedeuten würde. Die tatsächlichen Einstellungen der Deutschen hatten jedoch keinen Effekt auf die veröffentlichte Debatte. Sie wurden praktisch nicht zur Kenntnis genommen und es wurde das Gegenteil behauptet. Die Stimmung sei gekippt, hieß es immer wieder. Auch die Fachwelt wurde für irrelevant erklärt. Experten mahnen schon seit Jahrzehnten einen radikalen Kurswechsel an. Wissenschaftliche Gremien des Europaparlaments, Fachleute im Bundestagsausschuss, die internationalen Flüchtlingsrechtsexperten, Menschenrechtsgruppen und so weiter und so fort forderten in der Krise erneut von der Politik, die von der Wissenschaft auf dem Tisch liegenden Reform endlich umzusetzen. Also, kurze Zusammenfassung, was da angeboten wurde. Das Dublin-Verfahren abzuschaffen und zu ersetzen durch ein solidarisches Verantwortungsteilungssystem. Das, was angeboten wurde und diskutiert wurde, faires System, hat nichts damit zu tun. Es war ein totes Pferd, wie ein Beamter aus der Regierung es nennt. Es war ein totes Pferd, das aber noch in der Öffentlichkeit ein wenig geritten wurde. War von vornherein eine Totgeburt. Was noch gefordert wurde, sichere Fluchtwege zu ermöglichen, also darunter Fähren für Flüchtlinge nicht weiter zu blockieren. Im Übrigen von einer Mehrheit der Deutschen gefordert, aber für die Medien nicht relevant. Sie wissen nichts davon. Die Abschottung insgesamt zu beenden, den internationalen Flüchtlingsschutz wiederzubeleben. Das heißt im Prinzip weg von nationalen bzw. EU-Abschottungsabkommen hin zu internationalen Kooperationsverträgen, die Aufgaben verbindlich und fair aufteilen, nicht ad hoc aus der Situation heraus, wenn mal eine Krise wieder aufkommt, sondern vorab und langfristig geregelt. Nun, die Presse, die seit mehr als 3 Jahren Flucht und Migration in rund 2 Millionen Artikeln zum dominanten politischen Thema in Deutschland erhob, ging an allen Reformvorschlägen stumm vorbei. Es gab de facto keine Berichterstattung darüber, abgesehen davon, dass mal da und dort von legalen Fluchtwegen gesprochen wurde, aber das wurde in keiner Weise unterfüttert, aber das war es dann schon. Die großen Reformvorschläge wurden nicht einmal
diskutiert, obwohl sie seit 30 Jahren auf dem Tisch liegen, breit diskutiert werden in der Fachwelt, aber die Medien scheinen kein Interesse daran zu haben, das den Bürgern zu übermitteln. Ein staatliches Zensursystem kann nicht effektiver dem Parteikurs Widersprechendes ausfiltern und damit Demokratie blockieren bzw. zur Farce degradieren. Es gäbe viele Beispiele, an denen sich zeigt, wie die Medien journalistische Grundprinzipien über Bord warfen und PR für mehr Abschottung machten. So wurde rund um die Silvesternacht in Köln 2015-2016 ein Megaskandal losgetreten, eine Art Sodom und Gomorra künstlich inszeniert, um eine Generaldebatte über Flüchtlinge zu eröffnen. Im Sinne von, wir müssen uns gegen die schützen und den Strom eindämmen. Die enorme, in der Sprache oft zügellose Skandalisierung rund um Köln steht dabei in starkem Kontrast zu der oft reaktionären Relativierung von sexualisierter Gewalt, wenn es nicht um Flüchtlinge geht. So bei den katholischen Missbrauchsfällen, der MeToo-Debatte oder Kriminalitäts-Hotspots wie dem Münchner Oktoberfest, der doppelte Standard in der Berichterstattung im Buch ausführlich über 80 Seiten analysiert, ist verblüffend, wenn nicht niederschmetternd. Im öffentlichen Untersuchungsausschuss zur Kölner Silvesternacht im NRW-Landtag brach das Kartenhaus der Medienmythen in sich zusammen. 180 befragte Zeugen und Gutachter wurden im Ausschuss angehört. Die Ergebnisse wurden einige Monate nach der Silvesternacht in einem 1200 Seiten starken Abschlussbericht zusammengefasst, für jeden einsehbar, auch über das Internet. Ich denke, ich bin der erste Journalist gewesen, der den Bericht von A bis Z durchgelesen hat. Das Ergebnis, es habe kein Verschweigen und keine Tabuisierung der Behörden gegeben, wie immer wieder behauptet wurde in der Presse. Frauen seien nicht von der Polizei mit einem Mob alleingelassen worden. Es hätte auch gar keinen Sexmob oder eine neue Dimension von sexuellen Übergriffen gegeben, vielmehr eine neue Dimension der Anzeigenbereitschaft von Frauen. Diese sei nun aber das Resultat der historisch einmaligen politisch-medialen Empörungswelle gegen Nordafrikaner und Araber, Flüchtlinge und Asylbewerber, so die Experten. Dem sich im Übrigen auch die politischen Parteien im Untersuchungsausschuss offiziell angeschlossen haben. Die Übergriffe spiegelten ansonsten, so die Experten, deutsche Normalität, so die befragten Frauenhilfsgruppen und Experten für Sexualdelinquenz. Sexualisierte Gewalt findet überall statt, durchziehe alle Schichten der Gesellschaft, von Managern bis zum Hartz-IV-Empfänger. Es sei auch weiter gar nicht klar, wer hinter den angezeigten Taten in Köln tatsächlich im Einzelnen stecke. Bis Ende 2016 gab es 6 Verurteilungen. Das ist die juristische Ausbeute gewesen. Die Medien gingen an den Ergebnissen schweigend vorbei, abgesehen von 2-3 Hinweisen, und skandalisierten weiter. Der Minderheitenschutz im Pressekodex wurde wegen des angeblichen Tabus rund um den nordafrikanisch-arabischen Sexmob geschreddert und Prangerjournalismus zur neuen Norm erhoben. Jede Lokalzeitung hatte tagtäglich eine Nachricht, dass ein Syrer in einem Provinzbad irgendeine Frau schief angeschaut hat, und wir hatten eine nationale Empörungswelle. Der Zuwanderer wurde als Angstfigur in Presse und Rundfunk neu entdeckt, wie es die Untersuchung des Medienwissenschaftlers Thomas Hestermann auf den Punkt bringt. In den untersuchten Leitmedien war Anfang 2017 rund jeder zweite Bericht über einen Zuwanderer einer über einen Straftäter. Muss ich das nur mal vorstellen, wir hätten jeden zweiten Bericht über einen Deutschen, über einen Kriminellen, Schwerverbrecher, sonst was. Was für ein Bild würden wir über Deutsche übermitteln, über uns selbst? Die kühnsten Träume von Rechtsradikalen und Fremdenfeinden wurden wahr, dank Qualitätsmedien wie Süddeutsche, Spiegel, ZDF und Co. Rechte konnten auf der Plattform Angriff auf die Unschuld der Nation durch Asylmigration mobilisieren. Extremistische, migrationsfeindliche Parteien wie die PVV von Geert Wilders in den Niederlanden nutzten Köln und das von Mainstream-Medien inszenierte Sodom und Gomorra, um gegen Flüchtlinge zu hetzen.
Ein Demonstrant auf einer Anti-Flüchtlings-Demo in Leipzig sagte, dass die Ereignisse in Köln zwar schlecht für die Frauen, aber gut für, wie er sich ausdrückte, uns seien. Bürgerwehren gegen Syrer, Afghanen und Iraker formierten sich im ganzen Land, wie in Bielefeld. Die Deutschen bekundeten in Umfragen, dass sich ihr Bild vom Flüchtling im Zuge dieser Berichterstattung verschlechtert habe, während viele Frauen nach Köln sagen, dass sie sich nun vor Flüchtlingen fürchten. Ich denke, das war auch das Ziel der Berichterstattung. Der kurze Zeit später vereinbarte, in seiner Dimension antihumane EU-Türkei-Deal konnte vor der Bedrohungskulisse von den Leitmedien als alternativlos durchgewinkt werden. Oder noch ein weiteres Beispiel, der Journalisten als Erfüllungsgehilfen der Flüchtlingsabwehr verdeutlicht. Nun beim Entsorgen der Folgen. Eines der größten Bootsunglücke im Mittelmeer im Zuge der Schließung der sicheren Landroute, bei dem rund 500 Schutzsuchende im April 2016 ertranken, erfuhr so gut wie keine Aufmerksamkeit in den Medien. Die Katastrophe wurde zudem umgehend den Schleusern in die Schuhe geschoben und relativiert. Am Anfang hat man sogar davon gesprochen, man weiß noch gar nicht, ob da was passiert ist. Und dann wurde das schnell begraben. 500 tote Flüchtlinge, Menschen im Mittelmeer, bei einer Katastrophe. Die Tatsache, dass die EU jegliche sichere Wege für Schutzsuchende versperrt hatte und damit den Tod bewusst in Kauf nahm, wurde ausgeblendet und nicht thematisiert. Gemessen an der offiziell registrierten Opferzahl fanden allein 2016, vor allem nach dem Abschluss des EU-Türkei-Abkommens, zwei 9/11-Tragödien im Mittelmeer statt. Ein historischer Rekordstand von rund 5000 registrierten Ertrunkenen an Europas Grenzen. Die Dunkelziffer ist weit höher. Zum Vergleich, das Schiffsunglück des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia 4 Jahre zuvor, auch vor der italienischen Küste, bei dem 32 Europäer starben, erhielt gegenüber allen Bootskatastrophen mit tausenden ertrunkenen Flüchtlingen in 2016 viermal mehr mediale Aufmerksamkeit. Viermal mehr mediale Aufmerksamkeit. Journalisten berichteten im Fall der Costa Concordia zudem aus der Opferperspektive, wie es sich gehört. Über die ertrunkenen Flüchtlinge, ihr Schicksal, ihre trauernden Angehörigen und Freunde erfuhr und erfährt das deutsche Publikum nichts in den Medien. Es ist eine komplette journalistische Arbeitsverweigerung. Die greifen nicht mal zum Telefon, um irgendwas rauszukriegen. Wir haben in den letzten Jahren keine Flüchtlingskrise erlebt, sondern eine moralische Krise. Die Medien haben alles getan, um uns davon abzulenken. Sie konnten die Grundüberzeugung der Deutschen zwar nicht umpolen, die weiter zu überwiegenden Teilen hilfsbereit sind. Das zeigen uns die Umfragen, das zeigt uns das anhaltende Engagement der Bevölkerung. Aber sie haben die Bürger mit einem Set von Erzählungen politisch in die Irre geführt, passiv gemacht, letztlich durch ständiges Gerede über die Krise innerlich zermürbt. Wer trägt also die Verantwortung für die harten Bilder, die harten Realitäten? Nur die Medien? Auch die Kirchen oder die Gewerkschaften haben ihre Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, haben nicht politisch opponiert oder mobilisiert. Selbst wenn der Papst die EU-Politik gegen Flüchtlinge scharf kritisierte und an der Basis oft mit großem Engagement geholfen wurde. Trotzdem, den Medien kommt eine große Verantwortung zu. Es ist kaum vorstellbar, dass die Maßnahmen im Namen der Deutschen und Europäer ohne Widerstand hätten durchgesetzt werden können, wenn die Massenmedien akkurat und fair über die real existierende Abwehrpolitik, das Elend der Flüchtlinge, die Einstellungen der Bürger und der Fachwelt, unsere Mitschuld an den Fluchtursachen und die vielen konstruktiven Lösungen im Sinne aller berichtet hätten. Wir sollten uns klar sein, dass Politik und Medien die Macht haben, uns zu enteignen. Sie können uns die Einsicht in politische und historische Abläufe verwehren. Wir können durch sie beraubt werden, unsere Handlungsmöglichkeiten, unsere Handlungsimpulse.
Nicht nur in Bezug auf die Flüchtlingskrise bedarf es daher ständiger intellektueller Selbstverteidigung gegen Indoktrination. Also bezieht sich auf Noam Chomsky, der benutzt das immer wieder. Ich denke, das ist eine Methode, die wir verfolgen sollten. Sehr, sehr wichtig. Und wir haben zum Beispiel bei dem Rezo-Video gesehen, was Aufklärung, was Wissen erzeugen kann. Es ist eine Waffe und das wissen die Mächtigen. Die Macht der Mächtigen ist sehr fragil. Die Schüler, weil sie keine physische Gewalt anwenden können. Die Schülerproteste, die sogenannten Fridays for Future Demos weltweit, erinnern die Regierungen derzeit eindringlich daran, dass Wissenschaft, Zivilgesellschaft und internationale Bewegungen seit 3 Jahrzehnten einfordern. Sie zeigen uns, wie die so dringend notwendige Wiedergewinnung von verlorenen Territorien funktionieren kann, um buchstäblich die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Politiker müssen sich nun Kinder- und Jugendfragen stellen und sie sehen dabei ziemlich schlecht aus. Sie können nicht einmal die einfachsten Fragen glaubwürdig beantworten, winden sich. Die Rhetorik der Talkshows greift bei jungen Menschen oft nicht. Auch die Willkommenskultur hat die Mächtigen daran erinnert, dass die Menschen einen Impuls haben, den die Verantwortlichen nicht kontrollieren können. Darum haben Politik und Medien, die intellektuelle Klasse, die Willkommenskultur auf politischer Ebene so inbrünstig niedergetrampelt bzw. neutralisiert. Vielen Dank. Ja, ich wollte einfach nur anmerken, Sie haben natürlich vollkommen recht, dass die Medien das alles unterdrückt haben, aber Sie haben nicht die Warum-Frage gestellt. Warum die Medien das unterdrücken. Wir haben ja eine unglaubliche Konzentration der Medien und wem gehören die Medien? Ich denke, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, zu fragen, wer steht hinter den Medien? Und das sind natürlich ein paar mächtige Familien, würde ich sagen, die natürlich mit der Politik und mit der Industrie sehr eng zusammengehen. Das heißt, vielleicht erklären Sie uns da noch ein bisschen die Hintergründe, wer eigentlich hinter den großen Medien steht und welche Interessen diese Leute haben. Danke. Willst du das sammeln, ein paar sammeln? Wenn, ja. Mich würde interessieren, wie eine europäische Politik, das heißt der EU-Politik, für Migration ausschauen kann. Naja, ich wollte noch etwas ergänzen. Es war doch neulich eine Sendung vom ZDF ins Mikro. Das war mal, funktioniert nicht. Es war eine Sendung vom ZDF im Fernsehen über die Lage der Flüchtlinge und ich habe mir ein paar Zahlen aufgeschrieben, wollte die nur ergänzen und dann aber bei einer Zahl nachfragen, ob die stimmt. Da wurde gesagt, dass 20% aller Deutschen immer noch die Flüchtlinge unterstützen. Kam mir ein bisschen niedrig vor, aber vielleicht stimmt sie. Und dann wurde gesagt, es wurden ja Kommunen befragt, Bürgermeister gefragt, wer rückt die Republik? Und die Antwort war, dass 81% der Bürgermeister sagen, durch die Flüchtlinge hat sich unser Leben in den Gemeinden nicht wesentlich geändert. Das fand ich eine tolle Aussage. Ja, das ist, glaube ich, vom Monitor gewesen, kann das sein? Ja, ARD Monitor. Aber vielleicht okay. Habe ich nicht genau hingeschaut. Dann 92% der Bürgermeister haben gesagt, dass sie die Zahl der Flüchtlinge gut verkraftet haben und gut verkraften. Und das ist auch meine Meinung, da stehen so viele Häuser und Gebäude und Landstriche leer, also das könnten wir noch machen. Also das wollte ich noch dazu sagen. Und es wurde auch wieder gesagt, dass von einer Zunahme der Kriminalität durch Flüchtlinge überhaupt nicht die Rede ist. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber das wurde statistisch unterlegt. Es ist alles Unsinn, Blödsinn und Kampagne. So, das fand ich sehr beeindruckend. Und nach wie vor, das mit den 20.000, mit den 20%, ob das stimmt, ob ich Sie fragen. Also dass so viele... Es waren insgesamt 21 Millionen Deutsche, wurde gesagt, die den Flüchtlingen nach der Flucht 2014 geholfen haben und immer noch bereit sind, das zu machen. Und da gebe ich Ihnen natürlich recht, das liest man in den Medien kaum.
So, ich gehe jetzt mal weiter. Ja. Ja, stimmt natürlich, hochkonzentriert, wenn man sich die Tagespresse anschaut, 60% der Tagespresse, also der Auflage der Tagespresse, sind kontrolliert von 10 Unternehmen oder großen Verlagen. Und wenn man dann in den privaten Rundfunk reingeht, sind es nur zwei Gruppen, ne? die RTL Group und ProSieben Sat.1 Gruppe. Und hinter RTL steckt Bertelsmann und Springer. Also hochkonzentriert. Und dann kommt ARD und ZDF dazu. Politischer Einfluss extrem hoch in den Rundfunkräten, Verwaltungsräten, Parteienproports in der Personalpolitik. Das sind natürlich keine günstigen Bedingungen, um eine unabhängige, freie Berichterstattung zu haben, die der Demokratie förderlich ist, sondern wir erwarten, dass es eine Berichterstattung gibt, die eine hohe Schlagseite hat in Richtung mächtiger Institutionen. Und das zeigt sich dann auch, wenn man die Medien genauer unter die Lupe nimmt. Das bestätigt sich immer wieder vom Afghanistan-Krieg über die neoliberale Wendeagenda 2010, Ukraine-Krise, Konfrontation mit Russland, bis hin zur Flüchtlingskrise, Klimaschutz. Überall, wo man mal bohrt und empirisch nachforscht, quantitativ, qualitativ, sieht man hohe Filterleistung, Verzerrung der Realität, doppelte Standards. Und das hat auch damit zu tun, dass also die Institutionen nicht demokratisch eingerichtet sind. Bürger haben sehr, sehr wenig Einfluss auf die Medien. Das sollten wir also stärken. Es ist auch wichtig, dass das passiert. Aber wir sollten auch sehen, dass ein anderer Grund dafür zuständig ist, dass es keine wirklich gute Berichterstattung gibt. Und das hat mit dem zu tun, was ich Konformismus nennen würde. Also die Journalisten sind wie alle Angestellten in großen Konzernen erstmal darauf bedacht, nicht anzuecken. Also man bekommt Befehle von oben, man ist Angestellter und sich immer gegen das Übliche zu stellen, das Gewohnte zu stellen, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt also, Journalisten sind keine Helden, wie sie sich immer darstellen. Wir sind die Helden für die Wahrheit und wir kämpfen für Gerechtigkeit und wir sind investigativ und wir nehmen es mit den Mächtigen auf. Das sind sie nicht, sondern sie sind erstmal konformistisch, wie viele andere auch. Also VW-Arbeiter, der rebelliert auch nicht gegen Dieselmotoren oder so. Nein, er baut diese Dinger ein, weil er den Befehl von oben bekommt. Nur bei Journalisten sagen wir, die funktionieren irgendwie anders. Die sind vom anderen Stern. Und das, meines Erachtens aber, gibt es sehr viele Handlungsmöglichkeiten für Journalisten in den Redaktionen. Ich sage das vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechtlichen, für die ich auch viel gearbeitet habe. Da gibt es Redakteure, die lassen mehr zu und da gibt es sehr viele Redakteure, die sind angepasst. Ein Redakteur in, sagen wir mal, ARD-Hörfunk, Deutschlandfunk, SWR, wo auch immer, die werden nicht sofort gefeuert, wenn die kritische Berichterstattung machen. Die könnten das machen. Aber das Problem fängt viel früher an. Diejenigen, die, sagen wir mal, Redakteursleiter werden beim Deutschlandfunk oder beim WDR, die kommen nur an die Position, wenn sie internalisiert haben, wie die Regeln laufen. Und darum hat man nur diese Leute dort sitzen. Das heißt, also das Problem fängt schon in der Ausbildung an und in der intellektuellen Sozialisation von Journalisten. Also da müsste man auf jeden Fall auch anfangen. Die Interessen dahinter bei der Flüchtlingspolitik sind ein interessantes Thema. Ich glaube, also wenn wir jetzt mal die kommerziellen Medien nehmen, Springer oder Bertelsmann oder Schaub, hier Süddeutsche Medienholding, Südwestdeutsche Medienholding, Grotekamp, ne, Funke-Gruppe. Was haben die eigentlich gegen Flüchtlingsaufnahme? Oder haben die überhaupt interveniert? Oder was haben Journalisten eigentlich gegen Flüchtlinge? Warum sagen die nicht, nehmen wir die doch mal auf? Ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache, menschenrechtlich gesehen. Unsere Werte sind ja auch in der Richtung. Und ja, irgendwann haben wir ja auch mal so ein internationales Recht geschaffen. Und dann haben wir gesagt, die sollen doch zu uns kommen, wir sollen die schützen, warum sind die dagegen? Also könnte man ja mal fragen. Und ich denke, dass die Medien und die Journalisten nichts gegen Flüchtlinge haben. Und die werden auch in die neoliberale Ausbeutungsmaschinerie eingebaut. Einige Unternehmen übernehmen die und freuen sich ja, wenn einige Syrer kommen und dann können sie die irgendwo einstellen, vielleicht noch ein bisschen, obwohl das übertrieben ist. Ich kenne das, die Debatte in der Linken, ich finde die vollkommen verlogen. Es gibt ein bisschen Lohndumping, aber es ist relativ, auch in der Krise sind sogar die Löhne wieder gestiegen. Also das Lohndumping ist
in gewisser Weise kann da sein durch verstärkten Zuzug, aber die Dimension ist relativ vernachlässigbar. Aber man könnte argumentieren, ja, warum sind die denn so dagegen? Warum unterstützen die diesen Abwehrkurs, der ja auch Milliarden Euro kostet, jedes Jahr? Das ist eine sehr teure Angelegenheit. Und ich denke, dass die Medien nichts für Flüchtlinge haben. Wenn Flüchtlinge zu uns kommen, und das ist der nachteilige Effekt, dann regt das unser Solidarsystem an. Also wenn Flüchtlinge kommen, müssen wir erstmal Geld vom Staat aufbringen für die Flüchtlingsversorgung. Und das regt unsere Sozialsysteme an. 20 Milliarden waren es, glaube ich, 2015, 2016, die Bundesregierung aufgebracht hat. Und wenn wir für Flüchtlinge uns sozial einsetzen, warum setzen wir uns nicht auch noch mehr für Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende und so weiter ein? Also die Unternehmen wollen keine Flüchtlinge haben, sind einfach Unpersonen für sie, und gleichzeitig ist Flüchtlingsaufnahme etwas, was unser Sozialsystem anregt, und das möchten die Konzerne und die Kapitaleigner auf keinen Fall haben. Ich glaube, das ist so, die Interessen, es sind keine starken Interessen dahinter. Flüchtlinge sind einfach Unpersonen, die sollen irgendwo anders bleiben. Die zweite Frage ging darum, EU-Politik für Migration, wie sehe die aus? So habe ich die Frage verstanden. Und das Erste, was ich sagen muss, jetzt wird gesagt, EU-Politik für Migration. Und es ist wichtig, dass wir unterscheiden. Ich habe jetzt über die Flüchtlingskrise gesprochen. Wir hatten 2015 keine Migrationskrise, um das ganz klar zu sagen. 70% derjenigen, die gekommen sind, haben einen Schutzstatus bekommen, also bereinigte Schutzquote. Abzüglich derjenigen, die überstellt wurden und aus formalen Gründen. Aber bereinigte Schutzquote, 70%. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass ja in den nächsten Jahren auch viele vor Gericht gezogen sind und ihre Bescheide angefochten haben, kommen nochmal welche hinzu. Das war eine hohe Schutzquote. Das heißt, wir haben eine Flüchtlingskrise gehabt. Die gekommen sind, haben einen Schutzstatus bekommen. Das heißt, es sind keine Migranten gewesen. Das Zweite ist auch, illegale Migration, um die es ja oft ein Hype gemacht wird, auch in der linke Migrationskritik, illegale Migration ist für uns kein Problem. Absolut nicht. Frontex hat neue Zahlen herausgebracht für 2018. Illegale Grenzübertritte waren, ich glaube, 150.000 Grenzübertritte in der Europäischen Union. 150.000. Das ist ein Klacks, das sind Peanuts. Darüber müssen wir gar nicht reden. 150.000. Und Frontex sagt, das ist der niedrigste Wert gewesen seit 20 Jahren. Und gleichzeitig, also 2008 schon in einer Studie der Bertelsmann Stiftung, wurde gesagt, dass die EU-Grenzen nicht porös sind, sondern relativ gut gesichert. Es kommen keine Migranten zu uns, also illegale, irreguläre Migranten zu uns, die Deutschen die Arbeit wegnehmen. Das ist wichtig zu sehen, dass wir also klar sagen, hier ist eine Unterscheidung zwischen Migration und Flüchtlinge. Flüchtlinge haben Schutzrechte. Und da kann der deutsche Staat nicht einfach sagen, interessiert mich nicht. Migration ist ein anderer Punkt. Ich bin dafür, dass wir auch Migranten, die nicht unter die Genfer Konvention fallen, human behandeln. Aber das ist ein anderer Punkt. Wir müssen immer wieder aufpassen. Die Rechte versucht immer wieder, die Grenze zwischen Flüchtling sein, Rechtstitel zu haben, Ansprüche zu haben, aufzuweichen und zu sagen, ja, eigentlich sind das alles nur Migranten und die haben ja eigentlich überhaupt keinen Fluchtgrund. Und die sind ja gar nicht von der Genfer Konvention unterstützt. Die sollen mal irgendwo anders hingehen. Das ist leider in der Linken auch so, dass das manchmal verwischt wird. Darum, wenn es jetzt um die Frage geht, EU-Politik für Migration, sage ich ja, wir sollten Kanäle bilden für Leute, die nicht unter die Genfer Konvention fallen, aber trotzdem aus Krisenländern kommen. Wir müssen irgendwelche Lösungen für die finden, weil die werden immer kommen. Man mag das nicht mögen oder man sagt, es ist vielleicht sogar schädlich für die Herkunftsländer, für die Migranten und so weiter. Aber es ist eine Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und einfach zu sagen, weggucken, abwehren, das hat sehr viele Konsequenzen, die wir nicht mögen. Also das heißt, wir sollten eine progressive Migrationsagenda haben. Was jetzt aber EU-Politik für Flüchtlinge angeht, also wenn wir das darauf ziehen, und das war ja mein Thema eigentlich, dann
ist vollkommen klar, was wir machen müssen. Und das empfiehlt im Übrigen das Expertengremium des Europaparlaments, hat es in zwei Studien gemacht, Untersuchungen gemacht, auch 2016, also im Zuge der Flüchtlingskrise, wurden wieder Wissenschaftler befragt, was müssen wir denn machen. Die Medien haben kein einziges Mal darüber berichtet, aber sie haben das dargelegt, also für den Liebeausschuss, also für Bürgerrechte und so weiter, haben sie das vorgestellt und sie mahnen an, dass das Dublin-System beendet werden muss. Es muss sichere Fluchtrouten geben, also Fähren für Flüchtlinge. Flüchtlinge müssen Flugzeuge besteigen können, das wird ihnen verwehrt. Dann könnten sie auf relativ sicherem Wege zu uns kommen. Dann brauchen wir natürlich ein faires Verteilsystem, Verantwortungsteilungssystem innerhalb der Europäischen Union, ein kooperatives Abkommen, und in dem müssen auch Schutzstandards garantiert werden. In allen Ländern muss der gleiche Schutzstandard da sein. Das ist das Fatale, was wir im Moment haben, ist ja Race to the Bottom. Also das heißt, wir reduzieren die Schutzstandards in meinem Land, Ungarn, Bulgarien, wo auch immer, Italien, um dann die Flüchtlinge quasi zum Gehen zu bewegen, damit sie woanders Schutz suchen, weil sie bei mir schlecht behandelt werden. Das ist ja das, was im Moment stattfindet. Das muss beendet werden. Und da braucht es eben ein gemeinsames Asylsystem, das Schutzstandards festlegt. Die Finanzierung für die Flüchtlingsversorgung muss je nach Kapazitäten von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten übernommen werden. Deutschland müsste, sagen wir, 30% der Kosten übernehmen, vielleicht sogar mehr. Und sie müssen natürlich auch einen Großteil der Flüchtlinge versorgen mit progressiven Kapazitätsfestlegungen. Das heißt, jedes Land je nach Kapazitäten. Und Deutschland hat enorme Kapazitäten, was das angeht. Das wäre also eine Perspektive, die wir aufmachen. Das wird von den Flüchtlingsrechtsexperten gefordert. Was jetzt eine generelle Reform angeht, des Flüchtlingsschutzes, da sagen Flüchtlingsrechtsexperten seit 30 Jahren, wir brauchen eine grundsätzliche Reform des internationalen Flüchtlingsschutzes. Und zwar sagen sie, dass 9 von 10 Flüchtlingen werden im Moment oder schon seit 30 Jahren nicht geschützt. Wir haben also ein globales Apartheid-System. Und wie können wir das überwinden? Und da sagen sie eben, dass der Schutz muss in Verträgen, also zwischen allen Industriestaaten, in Art Versicherungsverträgen vorab geklärt werden. Das heißt, Versicherungen nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen Überlastung. Wenn ein Land, sagen wir mal wie die Türkei jetzt, oder Libanon, so viele Flüchtlinge erhält, weil es in der Nähe von einem Krisengebiet ist, dann ist vorab schon geregelt, wer welche Aufgabe übernimmt. In so einem Fall, dass ein Land überlastet ist. Das heißt, das kann sein, dass man Flüchtlinge umsiedelt in ein anderes Land, es kann sein, dass man finanziert, aber so etwas muss vorab geklärt werden. Also man muss dadurch dann natürlich auch den Flüchtlingsschutz generell, also die Registrierung von Flüchtlingen und die Versorgung von Flüchtlingen, internationalisieren. Es kann also nicht mehr sein, dass ein Nationalstaat verantwortlich ist für die Versorgung der Flüchtlinge oder die Registrierung der Flüchtlinge, sondern es müsste eine internationale Organisation sein. Das kann das UNHCR sein, irgendwer anders. Das heißt, sie werden dann in dem Land von einer internationalen Organisation registriert. Und das würde den Anreiz wegnehmen, dass immer wieder Nationalstaaten beginnen, möglichst sich abzuschotten. Also es gibt diese Vorschläge, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben Umsetzungsproblem. Diese Dinge sind seit 30 Jahren liegen, die auch werden nicht umgesetzt und blockiert. Und die Bürger erfahren eben nicht darüber. Und dann kann es natürlich auch keine Debatte darüber geben. Das wäre notwendig. Die dritte Frage ging in die Richtung, also waren erstmal Zahlen, die 20%, die ja da angesprochen wurden. 20% der Deutschen unterstützen Flüchtlinge. Nun, jetzt muss man sagen, was meinen wir mit unterstützen die Flüchtlinge? Weil es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Formen. Die Untersuchung, die es dazu gegeben hat vom Deutschen Spendenrat 2016 und von der Evangelischen Kirche, da gab es auch eine große Untersuchung. Der Spendenrat kommt da zu dem Schluss, dass 32 Millionen Deutsche entweder Geld gespendet haben oder aber Flüchtlingen direkt geholfen haben bei Behördengängen oder verschiedenen Wohnungen gesucht.
verschiedenes mehr. Und die evangelische Kirche hat, glaube ich, gesagt, dass 12% der Flüchtlinge, 12% der Deutschen in irgendeiner Form direkt aktiv Flüchtlinge unterstützt haben. Also 21 Millionen, wie Sie das, glaube ich, jetzt gesagt haben, wenn 21 Millionen ist eine große Zahl, finde ich. Also man muss erstmal einen anderen Themenbereich finden, wo 21 Millionen Deutschen aktiv sich politisch engagieren, konkret helfen, was die Kriminalität angeht, was die Statistiken angeht. Also das habe ich auch ausführlich mir angeguckt, weil es gab in der Flüchtlingskrise gab es eine Gewaltstudie von dem Pfeiffer Niedersachsen, also ein bekannter Kriminologe, und der hat so eine Gewaltstudie gemacht und die wurde dann rauf und runter zitiert. Das ist der finale Beweis, dass also Flüchtlinge gewaltbereiter sind. Und der ist ja sehr anerkannt und hat, man muss in die Statistiken genau reingehen. Was aber herauskommt, wenn man genauer hinschaut, ist, dass Flüchtlinge nicht gewaltbereiter sind, wie er annimmt. Er sagt ja, dass im Zuge der Flüchtlingskrise 2016, nur 2016, nicht die anderen Jahre, 2015 und 2017, aber 2016 hat es einen überproportionalen Gewaltanstieg gegeben. Und er sagt dann, das hat zu tun damit, dass es da eine starke Zuwanderung gegeben hat von Flüchtlingen nach Deutschland. Und dann zeigt er eben, dass Flüchtlinge daran schuld gewesen sind und es eine Art Gewaltimport gegeben hätte. Also die Flüchtlinge hätten eine Macho-Kultur und die hätten sie quasi eingeschleppt nach Deutschland, dadurch hätten wir mehr Gewalt gehabt. Nun, er überzieht auch die Zahlen, also überzieht das in gewisser Weise, aber die Schlussfolgerung ist auch falsch, die er da macht, denn wenn man genau hinschaut, wenn man also die einzelnen Gruppen, das habe ich dann gemacht, die einzelnen Gruppen der Flüchtlingsgruppe sich anschaut. Unter Flüchtlinge werden sehr viele Einzelgruppen gefasst. Wenn man die zwei großen Gruppen, Untergruppen, sich mal anschaut, nämlich diejenigen der Asylbewerber, das heißt, die frisch ankommen und in eine Sammelunterkunft kommen, und die Gruppe, die anerkannt wurde und jetzt dann natürlich Anspruch hatte auf Wohnen und dann eine Wohnung bekommt und dann die Kinder können in die Kita gehen, und die können dann auch studieren oder arbeiten, kriegen Arbeitserlaubnis. Wenn man sich die beiden Gruppen anschaut jetzt in der Flüchtlingskrise, dann sieht man, dass die anerkannten Flüchtlinge in der Kriminalität sogar unterhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft liegen. Sie sind weniger kriminell in der Kriminalität. Ne? Nicht bei Gewalt, sind sie leicht höher, aber nicht erstaunlich höher. Fast die gleiche Kriminalität, sogar teilweise unter der Mehrheitsgesellschaft. Sie sind weniger kriminell. Die anerkannten Flüchtlinge, die Arbeit haben, die genauso leben wie wir, dann schaut man sich die an, die schlecht behandelt werden in Sammelunterkünften, 6 Leute, Iraner, Afghaner und so weiter auf ein Zimmer, die Badezimmer nicht mal nach Geschlechtern geteilt. Also das, was Studie über Studie zeigt, sind die Bedingungen, die seit den 80er Jahren bei der Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt worden sind, sind gewaltfördernd. Das ist ja gewollt. So, und das wird dann als Argument wieder genommen. Das ist natürlich eine zynische Argumentation. Einerseits also durch das Abschreckungssystem Gewaltsituationen, Flüchtlinge in Gewaltsituationen zu integrieren und dann ihnen vorzuwerfen, jetzt haben wir aber Chaos, ihr seid Kriminelle, euch wollen wir aber nicht haben. Dann wieder nach Hause. Also das ist die Logik, die muss man aber verstehen. Natürlich, das Schlimme ist ja, dass Journalisten müssen natürlich die Tricks und diese ganzen, ich sag mal so, Fassaden, die aufgebaut werden, die nicht leicht im Einzelnen zu widerlegen sind. Weil da an der Oberfläche steht dann einfach so eine Gewaltstudie. Und da durchzukommen, das ist die Aufgabe der Journalisten. Sie machen Arbeitsverweigerung. Das ist die Aufgabe, nicht einfach nachplappern, nächste Schlagzeilen. Also ich könnte jetzt die Schlagzeilen anhand dieser Studie aufhören. Eine Gewaltimport, Macho-Kultur und so weiter. Deutschland ist krimineller geworden durch Asylmigration, wir haben ein Problem. All das sind die Dinge gewesen und darum ist es so wichtig, dass wir eben Gegenrecherche machen, dass wir überprüfen, was die Süddeutsche, was in der ARD gemacht wurde, welche Informationen und Hintergründe uns geliefert wurden und welche nicht. Kann ich dort kurz was dazu sagen? Kann man sagen, dass das
politisch gewollt ist, diese Lagesituation in den Sammelunterkünften. Ja, das sagen ja auch Flüchtlingsräte Leute, die die Flüchtlingsunterkünfte untersucht haben. Pro Asyl sagt es auch immer wieder, dass also diese Situation bewusst politisch so gewollt ist, um Flüchtlinge abzuschrecken. Das ist der Sinn dieser ganzen Unternehmung. Ich wollte noch mal eine ganz kurze Bemerkung machen zu der Situation der Journalisten, weil wir gefragt wurden, wann machen wir das? Wissen Sie es nicht besser? Wer gibt den Befehl, dass sie so oder so handeln? Also es gibt in den privaten Medien von Spiegel bis Thüringer Allgemeine, aber auch in den Öffentlich-Rechtlichen, die sich ja alle bedroht fühlen, um ihre Existenz sich sorgen. Die Anzeigenkunden sind weniger geworden. Die Situation für die Medien ist ein bisschen schwieriger geworden durch die Konkurrenz der digitalen Medien. Und es gibt so ein Zauberwort, das sind die sogenannten Zeitverträge. Also du hast gesagt, ein Angestellter wird nicht entlassen, wenn er mal was Positives über Flüchtlinge schreibt. Aber es gibt wirklich das Phänomen, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus den Medien nur Einjahresverträge, Zweijahresverträge und dann wird geguckt, wird das jetzt verlängert oder nicht. Das hat in einem Maße zugenommen, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Meine Frage ist aber noch eine andere. In der marktkonformen Demokratie, Zitat Merkel, sagt man ja auch immer, die Medien sind im Grunde Handlanger der großen Konzerne. Und ich habe in Erinnerung, und das ist jetzt wirklich eine ernsthafte Frage, die ich stelle, dass von den großen Wirtschaftsverbänden, also BDI und BDA, Äußerungen waren, die darauf hinzielten zu sagen, wir brauchen die Flüchtlinge. Wir haben nicht genug Lehrlinge, wir haben nicht genug Auszubildende. Das große Geklage ist ja da. Wie weit ist auch in diesem Buch, was ich noch nicht gelesen habe, untersucht worden, welche Rolle spielen denn die großen Industrieverbände, die wirklich für mich erstaunlicherweise, ich sage jetzt mal das blöde Wort, geflüchtet freundliche Erklärungen abgegeben haben, die ich gar nicht richtig einordnen konnte. Und wenn man den Medien unterstellt, dass sie sich nach den großen Konzernen eigentlich richten, müsste das eigentlich eine Auswirkung haben. Das wäre meine Frage. Ja. Also ich beantworte mal sofort die Frage noch. Also es gibt ja auch eine positive Rhetorik bei der Bundesregierung. Also ich kann mich erinnern, Angela Merkel hat ja gesagt, ich will nicht so weit kommen, dass ich Flüchtlinge schlecht behandeln sollte. Also das möchte ich nicht. In der Pressekonferenz war das, glaube ich, mit einem österreichischen Kollegen. Und hat dann gesagt, ich möchte den Flüchtlingen ein freundliches Gesicht zeigen. Das ist die Rhetorik gewesen. Ne? Und Selfies und so weiter. Und alle haben das als die Rhetorik für Realität genommen. Die Politik widerspricht dem. Die Taten entsprechen nicht den Worten. Und das Gleiche ist beim BDI und BDA. Natürlich haben sie alle gesagt, ja, toll, wir nehmen Flüchtlinge auf und so weiter. Aber sie haben ein Statement, gemeinsames Statement abgegeben. Der BDA, BDI und die französischen Kollegen, auch Arbeitgeberverbände in Frankreich, haben ein gemeinsames Statement abgegeben, als der EU-Türkei-Deal verhandelt wurde und haben gesagt, dass es jetzt darum ginge, die EU-Grenze wieder dicht zu machen und zu sichern, damit der EU-Binnenmarkt nicht gefährdet ist. Das war ihre große Sorge, dass durch den Zuzug von Flüchtlingen 2015 über Ungarn, diese Situation ging ja sozusagen, wurde immer chaotischer und die Bundesregierung musste handeln. Weil es drohte tatsächlich, dass wenn Deutschland die Grenze dicht gemacht hätte, sie hat ja nichts geöffnet, wenn Deutschland die Grenze dicht gemacht hätte und gesagt hätte, wir lassen keinen Flüchtling von Ungarn über Österreich nach Deutschland ziehen,
Dann hätte Österreich die Grenzen dicht gemacht. Hätten alle EU-Staaten die Grenze dicht gemacht. Das hätte für den Exportweltmeister Deutschland in die EU bedeutet, so die Berechnung der Wirtschaftsverbände, 12 bis 14 Milliarden Kosten. Allein für die Exportwirtschaft. Und dann die ganzen zentrifugalen Kräfte. Also wenn man beginnt, wir hatten die Griechenland-Krise vorher. Griechenland ist quasi in ein Spardiktat geführt worden. Die Demokratie ist ausgehebelt worden. Es gab nicht gerade so eine EU-freundliche Situation. Also das war das Klima. Das heißt also, wenn das weitergegangen wäre, wir sahen den Aufschwung der rechten AfD, überall kamen rechte Parteien, haben auf dieser Plattform mobilisiert, Flüchtlingsplattform, das hätte zu einem Erdrutsch führen können. Wir hatten die Brexit-Verhandlungen, die waren ja noch nicht abgeschlossen. Wir haben gesehen, wohin sie geführt haben, meines Erachtens auch zum Teil durch die Darstellung der Flüchtlingskrise als eine Bedrohung. Das hat einige in England, nicht alle, aber es war vielleicht der kleine Kick, der das Brexit dann losgetreten hat. Die zentrifugalen Kräfte in der Europäischen Union hätte das befördert. Und das wollte die deutsche Industrie auf keinen Fall haben. Also dass die EU zusammenbricht. Weil wir profitieren von der EU. Die Industrie und die Wirtschaft in Deutschland will die EU haben. Sie will den EU-Binnenmarkt haben. Wir haben ihn ja auch durchgesetzt unter Kohl. Weil wir wussten, dass wir davon profitieren. Wir haben den Euro auch so konstruiert, dass wir davon profitieren. Das heißt, wir wollen diese EU erhalten. Und die stand durch den Flüchtlingszuzug in Frage, durch diese Zentrifugalkräfte-Grenzschließung. Und darum haben die Arbeitgeberverbände in Deutschland und in Frankreich sich zusammengetan und haben ein Pressestatement rausgegeben und haben gesagt, wir stehen hinter dem EU-Türkei-Deal. Wir müssen die Grenzen wieder dicht machen, damit wir nicht in so eine Situation wiederkommen. Das ist die Situation. Aber wie gesagt, natürlich, die Arbeitgeber zum Teil, ja, wenn ihnen der Staat dabei hilft, wenn er noch Geld dazu gibt, ja, natürlich nehmen sie die Flüchtlinge auch. Denen ist das doch vollkommen egal, ob da ein Flüchtling sitzt, ein Syrer sitzt oder ein Deutscher sitzt. Das ist denen vollkommen egal. Aber sie haben nichts für Flüchtlinge. Man muss immer bedenken, Flüchtlinge bedeutet, dass wir solidarischer werden. Und darum finde ich die linke Reaktion darauf, die gespalten gewesen ist. Es gab einen Teil von Linken, und ich meine jetzt nicht nur die Partei, die argumentiert hat, dass also diese Migration und Flüchtlinge eigentlich das Problem nicht löst. Und das ist natürlich klar. Natürlich ist es kein Problem. Globale Apartheid bleibt, die Armut in der dritten Welt bleibt und vielen Migranten geht es hier schlecht und sie werden ausgebeutet. Und Brain Drain, es wird übertrieben, aber kann es durchaus auch geben. Lohndumping kann es geben. Aber das ist ja nicht gemeint. Flüchtlingsversorgung ist nicht gemeint, um die Probleme im globalen Süden zu lösen. Das ist ein Notwehrakt. Das ist etwas, wenn Leute nicht mehr weiter wissen in ihrem Land. Dann kommen die zu uns. Und dann müssen wir irgendwie mit denen umgehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, inhuman mit ihnen umgehen. Das ist die Realpolitik, also größtenteils. Oder human mit ihnen umgehen. Ich denke, also für uns sollte klar sein, in welche Richtung das geht. Oder für Journalisten sollte es auch klar sein, dass sie fragen, geht die Bundesregierung human mit diesen Menschen um, die nach internationalem Recht und nationalem Recht das gleiche Recht haben, in Deutschland zu sein, Hartz IV zu bekommen, wie jeder andere Deutsche. Wie gesagt, diese ganze Diskussion darüber, naja, die kommen hier hin und eigentlich sind sie so Kostgänger und die machen Probleme. Nein, das ist der falsche Ansatz. Die haben das gleiche Recht, hier zu sein. Das muss man immer wieder sich klar machen. Das sind nicht irgendwie Leute, die dazukommen, sondern die haben ein Recht, weil sie staatenlos sind. Bernhard Thomas von Attac München. Ich muss jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen, weil das, was Sie vertreten, ist jetzt ganz sicher nicht meine Meinung. Die eine Anmerkung ist, dass mir aufgefallen ist, dass Sie mehrfach, ich habe mitgezählt, aber viermal, haben Sie gesagt, die sogenannte Flüchtlingskrise. Also aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass es einen Teil der Bevölkerung in Deutschland gibt, die genau das so empfinden. Und ich glaube nicht, was meinen Sie mit Flüchtlingskrise? Die genau das als Krise empfinden, also als echte Bedrohung. Ja, nur warum ich die Anführungszeichen gemacht habe. Wir müssen unterscheiden, also es gibt einmal die Krise Deutschlands mit
Flüchtling. Ja, das ist zu unterscheiden, das meinen Sie wahrscheinlich jetzt. So, die Krise Deutschlands mit Flüchtlingen, das ist nicht die Flüchtlingskrise. Wenn wir Flüchtlingskrise sagen, also das ist ja die zweite Bedeutung und eigentlich die eigentliche Bedeutung ist, dass jemand, der in seinem Land nicht mehr leben kann, weil Krieg dort herrscht und verfolgt wird, der kommt in eine Krise, wenn andere Staaten ihn nicht richtig versorgen. Das ist eine Schutzkrise. Ich habe das durchaus verstanden. Ja, nur darum habe ich Anführungsstriche gemacht, weil die Bedeutung, die nämlich benutzt wird, hat nämlich 2015 nicht stattgefunden. Wir sind in keine Krise. Ich habe Sie durchaus verstanden, dass Sie das so meinen. Nur gehen Sie überhaupt nicht darauf ein und negieren durch Ihre Aussagen absolut, dass es in Deutschland viele Leute gibt, die das genau andersrum sehen und die Zuwanderung 2015 als Bedrohung empfunden haben. Und da gibt es auch viele Leute. Und meinen, so, jetzt rede ich und ich rede, da muss ich ja nicht lange. Und wenn das Publikum hier der Meinung ist, dass sie die Mehrheit haben, das haben sie ja jetzt mehrfach auch gesagt, 21 Millionen sind aktiv in der Flüchtlingshilfe gewesen, 20%, ich habe das aufgeschrieben, 20% wären also laut Umfrage, heißt für mich aber immer noch 80%, weiß ich jetzt nicht, was ist. Aber wenn das so ist, dann bitte setzen Sie doch all die Forderungen, die Sie vorher genannt haben, und all die Verpflichtungen, die wir aus humanitären Erwägungen heraus haben, bitte im Parlament in Beschlüssen um. Das ist bisher nicht passiert. Sondern offenbar waren die Mehrheiten im Moment noch andere. Mal schauen, was die nächste Bundestagswahl bringt. Aber eines muss ich auch feststellen, ganz so kann es nicht stimmen. Die nächsten drei Landtagswahlen werden sehr spannend, ob nicht genau die andere Seite zur Volkspartei wird. Also ich finde es überhaupt nicht so selbstverständlich, wie Sie das darstellen. Sondern ich finde, das dürfen Sie, Sie dürfen einseitig sein, aber ich empfinde Sie als sehr einseitig. Und das ist jetzt mein letztes Wort. Wenn wir hier im Saal der Meinung sind, wir brauchen eine Debatte, dann kann diese Debatte nicht darin bestehen, dass wir die Meinung der anderen in Anführungszeichen setzen, so genannt sagen und dann noch umdeuten, sondern das sind Ängste, das sind Befürchtungen, da ist der Eindruck, hier läuft etwas ganz gehörig schief. Und das kann man nicht wegdiskutieren dadurch, indem man sagt, die Medien sind parteiisch. Wir haben eine Taz in Berlin, die hat in ihrem Redaktionsstatut reingeschrieben, wir wollen nur noch für Flüchtlinge uns einsetzen. Ich finde das Blatt, ich habe 20 Jahre lang gelesen, 20 Jahre lang abonniert, ich finde es nicht mehr lesbar, weil ich mich woanders viel besser informiert fühle. Wenn wir also eine Debatte wollen, dann müssen wir den anderen auch anerkennen. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das hier der Fall ist. Okay, also Sie sagen ja, also es hat eine Bedrohung gegeben, also viele Bürger haben sich bedroht gefühlt. Also wenn man sich die Umfragen anschaut, ne, dann, das sage ich auch in dem Buch, da gibt es zwei Ebenen, die wir unterscheiden müssen. Also wenn wir einmal die Umfragen nehmen und fragen, was sind die moralischen Tiefeneinstellungen, so nenne ich das. Es gibt eine große Gallup-Poll-Untersuchung in 27 Ländern, auch Deutschland darunter, auch viele europäische Länder. Und wurde gefragt, also würden Sie Kriegsverfolgte und politisch Verfolgte in Ihrem eigenen Land, in dem Sie leben, aufnehmen. Und da sagen 96% der Deutschen, im Übrigen für alle Länder gilt das, 96% der Deutschen, ja, das würde ich tun. Dann ist die Frage weitergestellt, in der eigenen Kommune auch eine klare Mehrheit. Und dann wurde gesagt, würden Sie die auch in Ihrem eigenen Haus aufnehmen? Sagen noch 20% der Deutschen, das würde ich machen. Das ist die moralische Tiefeneinstellung. Bei 96% sind Sie weit im AfD-Lager im Übrigen. Also es sind auch AfD-Leute, die diese moralische Tiefeneinstellung haben. Das stimmt auch. AfD-Leute sind nicht alles inhumane Typen, sondern sind frustriert. Sozial frustriert, sie wurden über 30 Jahre, gerade bei DDR-Leuten, ehemaligen DDR-Leuten, sie wurden also wirklich auf schlimmste Art und Weise hinters Licht geführt. Wurde immer wieder gesagt, ja, also im nächsten Jahr geht es dir besser und sie sagen, im nächsten Jahr geht es dir schlechter. Also es gibt vielen legitimen sozialen Frust in diesem Land und müssen wir nicht drüber sprechen. So, jetzt gehen wir zu den
konkreten. Und das Zweite war ja, dass ich gesagt habe, also die Deutschen haben das EU-Türkei-Abkommen abgelehnt. Abwehr. Also sie sind gegen Abwehr, sind für faire Lösung. Eine Stanford-Studie, auch nicht zitiert von den Medien, allen Medien, die hat die Europäer befragt und ist zu dem Schluss, also hat gefragt, also würden sie bei einer fairen Lösung, wären sie dafür, dass mehr aufgenommen wird. Die alle europäischen Länder, die wichtigsten europäischen Länder, sowohl die osteuropäischen, also die Außengrenzenländer, als auch das Kerneuropa, das reiche Kerneuropa. Und was die Stanford University Studie herausgefunden hat, ist, dass die Mehrheit der Europäer für eine faire Lösung ist, auch wenn dann mehr Flüchtlinge in ihrem eigenen Land versorgt werden müssen. Das ist die Haltung der Europäer. Und das Gleiche ist auch bei dieser Umfrage zum EU-Türkei-Abkommen im Übrigen gewesen. Da war die Frage nämlich, wenn der EU-Türkei-Deal nicht zustande kommt, beziehungsweise aufgelöst wird, bedeutet das, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und die Deutschen haben so mehrheitlich gesagt, ja, trotzdem, wir wollen keinen EU-Türkei-Deal. So, also das ist die Einstellung erstmal grob. Aber Sie haben recht, wenn man dann in konkrete Fragen geht, dann sieht man, dass sehr viele Ängste behaftet sind bei den Deutschen mit Flüchtlingen und Zuwanderern. Also was Kriminalität angeht, sozialen Frieden angeht, Zusammenhalt in der EU angeht, Lohndumping angeht, der Sozialstaat wird begrenzt, dadurch, dass Flüchtlinge Geld kosten, wird mir was weggenommen, wir sparen irgendwo anders. Also diverse Sachen. Und da sieht man tatsächlich, oder wir sind überlastet, da sah man auch zum Teil negative Ausschläge. Und da sieht man tatsächlich, dass die Deutschen partiell Sorgen haben. Nur das ist alle unbegründet, wie ich ja dargestellt habe. Es hat keinen Kriminalitätszuwachs gegeben. Es ist reiner Mythos, Legende, medial erzeugt. Und natürlich findet man in den Umfragen medial die Spiegelung dessen wieder, was in den Medien ARD, ZDF, Spiegel, Süddeutsche, Fokus, Stern, natürlich massenmedial immer erzeugt wird. Wenn man den Leuten 33.000 Artikel zur Kölner Silvesternacht serviert und von einem Sodom und Gomorra erzeugt, außergewöhnlich, und sagt, schaut her, das waren die Nordafrikaner, die Araber. Und das habe ich ja gezeigt. Was ist die Konsequenz? Die Frauen fürchten sich vor Flüchtlingen, obwohl sie sich genauso für ihren deutschen Ehemännern fürchten sollten, weil die Hauptgefahr sind, aber das findet in den Privatsphären statt. So, das ist das, was wir haben. Also wir sehen, dass also die moralische Tiefeneinstellung der Deutschen sehr klar ist. Sie wollen helfen. Wir sehen aber, dass sie im Zuge der Krisendiskussion, der Jahrhundertkrise, der medial erzeugten Jahrhundertkrise, durchaus partiell Angst vor Flüchtlingen hat. Aber diese Angst ist unbegründet, sondern erzeugt worden. Ich möchte anknüpfen an eine Bemerkung, die Sie vor längerer Zeit gemacht haben. Sie haben davon gesprochen, einerseits, dass internationale Regelungen verändert werden müssen. Zum Beispiel das Dublin-Abkommen verändert werden muss. Auf der anderen Seite sagen Sie aber auch, die Industrieländer wollen keine Flüchtlinge haben. Ja, drum jetzt meine Frage, sehen Sie denn international positive Perspektiven, positive Tendenzen zur Veränderung dieser internationalen Regelungen? Worauf bauen Sie Ihren Optimismus, den ich ja auch rausgehört habe bei Ihnen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich die Regierung anschaut, ich meine, seit wann haben wir das internationale Flüchtlingsrecht? Seit 1951. Und wir haben sofort gesehen, seit 1951 haben die Industriestaaten klargemacht, dass sie ihre Migrationskontrollsysteme für Flüchtlinge nicht aufgeben werden. Und damit war eigentlich schon klar, dass sie kein Interesse daran haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist im Übrigen abhängig davon, ob die Flüchtlinge nützlich sind. Also als aus Osteuropa, aus den kommunistischen Ländern Flüchtlinge zu uns kamen, da waren die politisch instrumentalisierbar und dann hat man sie aufgenommen. Dann konnte man sagen, schaut her, die ganzen Flüchtlinge aus der DDR, aus Russland, die kommen zu uns, weil der Kommunismus so schlimm ist und der Kapitalismus so gut ist. Und da hat man durchaus aktiven Flüchtlingsschutz betrieben, wenn es politisch instrumentalisierbar ist. Die vietnamesischen Boat People, das Gleiche. Also es wird unterschieden.
Wenn man sich aber die Industriestaaten anschaut, alle Regierungen, alle wesentlichen Parteien, dann wird es sehr schwierig werden, also zu erwarten, dass die Regierungen freiwillig auf die Idee kommen, eine andere Flüchtlingspolitik zu machen und ihr Abwehrsystem aufzugeben und zu einer kooperativen Lösung zu kommen, die sind gleich null. Also sie müssen gezwungen werden, wie in anderen Bereichen auch. Selbst das UNHCR, also wenn man sich das UNHCR anschaut, wird zu größtenteils durch EU-Staaten als auch die USA finanziert und die sind mehr oder weniger auf Linie. Das heißt, sie haben auch dieses Outsourcing von Flüchtlingen in die Frontstaaten, in Lagersysteme akzeptiert. Wenn man sich ihre Budgets anschaut, die sie fordern, das ist im Grunde nicht mit Flüchtlingsrecht vereinbar, obwohl immer nur die Hälfte vom UNHCR-Budget von den Industriestaaten finanziert wird. Aber selbst wenn sie es 100% finanzieren würden, würden die Flüchtlinge mehr oder weniger abgelagert in den armen Ländern. Das heißt also, wenn wir an eine Veränderung glauben, dann muss das aus der Bevölkerung kommen, dann muss das aus Organisationen kommen, die eine politische Agenda setzen und sagen, wir wollen, wir haben die und die Forderung. Das Problem, was ich sehe, und darum habe ich das Buch auch geschrieben, ich habe mich vorher nicht für Flüchtlingsrecht besonders interessiert oder für Flüchtlingsschutz interessiert. Ich fand nur und habe gesehen, wie eigentlich alle, von links bis rechts, alle eigentlich, die sonst im politisch-medialen Bereich unterwegs sind, auch alternative Medien, wie die alle die Mythen des Mainstreams übernommen haben. Und das hat mich sehr geärgert. Es hat mich auch neugierig gemacht, was da eigentlich hintersteckt. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, hat das auch damit zu tun, dass seit 30 Jahren auch die Linke viele Misserfolge erzielt hat. Also wir sind alle irgendwie frustriert, weil man kämpft für das Zurückdrehen des Neoliberalismus, für mehr Sozialstaat, für eine Anti-Austeritätspolitik, also für eine vernünftige Europapolitik, und man sieht, das Gegenteil findet statt. Die andere Seite siegt und siegt und siegt. Und ich glaube, dass viele bereit waren in der Flüchtlingskrise, in einer gewissen Weise die Flüchtlinge aufzugeben, um die kleinen Siege im Inland, also das Kämpfen für soziale Verbesserungen, für die Unterschichten, für die auch Kleinbürger und so weiter, an deren Stelle zu setzen. Und sie haben gemeint, dass die Hartz-IV-Empfänger und die ehemaligen DDR-Bürger in Sachsen oder wo sie alle sitzen oder die Abgehängten in Dortmund, in den deindustrialisierten Zonen, dass die Leute einfach fremdenfeindlich sind. Die Linke glaubt daran, wirklich, sie glaubt daran, dass Teile der Deutschen wirklich fremdenfeindlich sind und dass man die nicht verändern kann. Dass es also nichts bringt, sich für Flüchtlinge einzusetzen, weil die Kleinbürger, die Klientel der Linken sind, wollen das einfach schlicht und ergreifend nicht. Und ein zweiter Mythos, an den die Linken glauben, ist, dass tatsächlich die Flüchtlinge eine Belastung sind für uns und keine Chance. Und viele auch in der Linken glauben auch nicht an das, was so Angela Merkel entsorgt hat mit dem Spruch, Multikulti ist tot. Also dieser Glaube daran, naja, wir so eine multikulturelle Gesellschaft, die aus verschiedenen Ethnien besteht, die kann nicht funktionieren, wir brauchen irgendeine Homogenität. Und das sagt ja auch Sarah Wagenknecht immer klar, jetzt in ihren Büchern, die schließt da an den konservativen britischen Theoretiker Paul Collier an, dass sie sagt, also Demokratie kann nur funktionieren in einem homogenen, kulturell homogenen Raum. Und viele Linke glauben das auch lange. Das ist eine Bedrohung. Also da muss man auch klar Stellung beziehen und muss sagen, das ist nicht das, wofür wir kämpfen. Wir müssen eine offene Gesellschaft sein. Und wir sehen eine Spaltung. Auf der einen Seite haben wir dann auch wieder gesehen, 2018, also im letzten Jahr, eine große Demonstration in Berlin, unteilbar. 250.000 Menschen sind auf die Straße gegangen. Es gibt jetzt, glaube ich, auch wieder etwas von dieser Organisation. Das heißt also, da gibt es einen kulturellen Kampf gerade, der über alle politischen Lager hinweg gefochten wird.
Und ich würde sagen, wir sollten zuerst einmal einsammeln, was an Mythen rumschwirrt, weil sonst entsteht das, was wir dann in der Linkspartei auf dem Parteitag gesehen haben, dass sowohl das Katja Kipping gesagt hat, also wir müssen zur Sache zurückkehren, und auf der anderen Seite Sarah Wagenknecht gesagt hat, wir müssen zur Sache zurückkehren, aber beide sind nicht zur Sache zurückgegangen. Also keiner hat wirklich gesprochen, ja, was sind denn die konkreten Lösungen? Na, was wollen wir denn machen? Wollen wir Fähren für Flüchtlinge haben? Sarah Wagenknecht, willst du Fähren für Flüchtlinge? Wie sieht es aus? Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen vor dem Hintergrund dessen, dass wir möglichst klar begreifen, worum es sich handelt, was Outsourcing, also humanes Outsourcing von Flüchtlingen bedeutet, wie viel es kosten würde, Flüchtlinge in den Frontstaaten wirklich zu finanzieren. Dutzende Milliarden, viele Dutzende Milliarden, jedes Jahr. Solange wir das nicht bereitstellen, solange dürfen wir nicht outsourcen. Das sind alles so Bedingungen. Ne? Also auch da hat Sarah Wagenknecht und Lafontaine haben immer wieder gesprochen, ja, wir können die doch vor Ort viel besser, viel billiger versorgen. So, dann sage ich, ja, ich bin nicht grundsätzlich dafür, dass wir mehr Geld den Frontstaaten geben. Libanon, Türkei, Äthiopien, Kongo, wem auch immer. Ne? Natürlich, können wir gerne machen, aber dann sollen sie einen Price-Tag dahinter setzen. So sieht Politik aus. Nicht irgendwelche luftigen Ankündigungen machen und dann aber wissen, dass seit 60, 70 Jahren die Menschen menschenverachtend dort abgelagert werden, in Lager, wo sie ihre Flüchtlingsrechte nicht realisieren können. Wenn wir wollen, dass sie menschenwürdig dort versorgt werden, dann müssen wir sagen, das kostet uns sehr, sehr viel Geld. Und da muss man sagen, wie teuer das ist. Ja, also ich kann insoweit dir folgen, als ich sagen würde, dass natürlich unsere Grundlage als Linke die Frage der Menschenrechte sein muss. Und da gibt es ganz klare internationale Verträge, du hast das UN-Recht angesprochen und so weiter, die sehr eindeutig sind. Und es ist schon, also du verwendest den Begriff Linke hier in einem sehr eigenartigen Sinn. Du meinst die Partei, die Linke? Nee, beides. Naja, aber ich würde mich auch als Linken bezeichnen, und für mich war immer klar, die Grundlage linken Handels sind selbstverständlich auch und gerade die Menschenrechte. Punkt 1. Punkt 2, zu der sogenannten Flüchtlingskrise, also der Öffnung der Grenze. Also da gibt es ja eine ungeheure Mythologie, auf die du gar nicht eingegangen bist. Erstens, die Grenze war ja offen. Das habe ich aber gesagt. Ja, aber der entscheidende Punkt kommt ja danach. Zwei, es hat ja Versammlungen gegeben in Berlin und so weiter, wo die ja lange drüber nachgesonnen haben, wie man diese Leute jetzt abhalten kann. Es waren ja 1 Million Menschen, waren ja in Budapest am Bahnhof und so fort. Und es gab ja sogar Überlegungen, die Bundeswehr zu schicken. Es hat ja einer dankenswerterweise, es ist ein wenig bekanntes Buch, weil natürlich die Presse darüber nicht berichtet hat, aber es gibt eine Schilderung dieser ganzen Entwicklung der paar Tage von 2015, was da so beredet wurde und wie sozusagen diese Entscheidung zustande gekommen ist. Ja gut, wir lassen sie durch. Also das ist ein höchst interessantes Lehrstück in der Art und Weise, wie Politik im Zentrum Europas sozusagen funktioniert. Also deswegen, da solltest du vielleicht noch ein bisschen intensiver dran kommen. Ich weiß nicht, ob es in deinem Buch steht, ich kenne das noch nicht. Naja, also was die Situation selber angeht, ich gebe immer diese Insider-Berichte, letztlich führen sie darauf hinaus, Merkel anzuhängen, die hat da irgendwas selbstständig politisch gemacht, und es gab andere Überlegungen, das sozusagen zu verhindern. Und, in die Richtung geht das ja. Aber ich denke, also wenn man nur eine Sekunde drüber nachdenkt, was wäre, ich habe das ja klar gemacht, was wäre gewesen, also wir müssen Militär schicken, das ist vollkommen abstrus, aber was wäre gewesen, wenn Deutschland nicht aufgenommen hätte? Was wäre gewesen? Und die logische Konsequenz, und das sehen Industrieverbandsvertreter, Arbeitgeberverbandsvertreter, der Exportwirtschaft in Deutschland sehr viel klarer als manche Journalisten, die da also ellenlang drüber schreiben. Und zwar wären alle Grenzen zugemacht worden in der EU. Was hätte man denn mit den Menschen machen müssen in Ungarn? Was wäre denn passiert? Die waren ja da. Die waren ja in der EU. Dann hätte man das Recht aushebeln. Und dann hätte man sagen, dass wir steigen alle aus der Genfer Konvention. Das wollte man nicht. Weil die noch bessere Lösung, es gibt immer gute, also es war keine optimale Lösung. Es gab auch keine optimale Lösung mehr. Optimal wäre, die wären gar nicht gekommen. So wie früher.
Deutschland hat praktisch nie, also seit 2000 hat sie so ein effektives Abschottungssystem gehabt, dass es selbst unter den Fairness-Kriterien innerhalb der Europäischen Union dauerhaft zu wenig aufgenommen hat. Ungarn hat nach Kapazitäten gerechnet mehr aufgenommen als Deutschland in den Jahren zuvor. Reden wir doch mal über die Vorkrisenzeit. So, also wenn der Zustand so gehalten worden wäre für Deutschland, wäre Deutschland glücklich gewesen. Wir waren doch alle zufrieden. Das Problem war, dass es keine optimale Lösung mehr gegeben hat ab Sommer 2015. Bis dahin hat Herr Merkel zugeguckt. Und dann musste sie handeln. Und ich meine, meines Erachtens, wenn Seehofer Bundeskanzler gewesen wäre, er hätte genau das Gleiche gemacht. Absolut. Er hätte auf die Industrie gehört, auf die Exportwirtschaft. Das ist doch alles nur Rhetorik. Es ging doch nur darum, den Druck im Kessel zu erhöhen. Dafür Bad Cop, Good Cop. Und der Bundesinnenminister, damals de Maizière, aber auch CSU-Chef Seehofer, haben den Druck von der anderen Seite auf Merkel erhöht, haben immer so getan, als ob Merkel also der Leuchtturm der Humanität ist, mit dem Hintergrund, mehr als Merkel tut, können wir nicht machen. Das ist die Grenze der Humanität. Und das hieß, wir machen jetzt dicht und lassen die anderen Flüchtlinge draußen. Und das erschien dann als human. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Seehofer, de Maizière als Bundeskanzler hätten genau dasselbe gemacht wie Merkel. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist auch völlig unwichtig, ob das so passiert ist. Natürlich konnte Merkel sich dann auf die christlich-humane sozusagen in Szene setzen. Da würde ich ihr völlig zustimmen. Aber wie Europa wirklich aussieht, ich empfehle jedem, geht nach Lesbos. Schaut euch das Lager in Moria an, da seht ihr Europa halt jetzt best im Hinblick auf Flüchtlinge. Es ist unglaublich, was sozusagen, welcher Skandal an der Grenze von Europa jeden Tag stattfindet. Aber ich sage immer, nicht nur Griechenland. Griechenland ist eine besondere Situation, wie Yannis Varoufakis immer wieder sagt. Wir machen die Grenze mehr oder weniger zu von Griechenland in die EU, aber auch zurück können sie auch nicht. Also, und dann stecken wir sie in eine Art Konzentrationslager. Also das ist schon perfide, was wir da anstellen. Aber ich sage, nicht nur Griechenland, das sind ja in der Masse gesehen nicht mal die haben nicht mal die schlimmsten Umstände. Reden wir über Libyen, reden wir über die Höllenexperimente im Irak oder wo auch immer, wo Leute wirklich Schlimmes erleiden, wo ihnen also dauerhaft die Rechte genommen werden. Und wir müssen wissen, dass ein Großteil der Flüchtlinge in den Flüchtlingslager 20 bis 30 Jahre dort schon lebt. Da sind Kinder geboren worden, die nie etwas anderes erlebt haben. Und wir müssen ins Lager, es gibt verschiedene Typen von Lagern, aber einige Lager sind außerhalb der eigentlichen Gesellschaft. Das heißt, wir könnten die auch auf dem Mond machen. Da ist eine Grenze drumherum, mehr oder weniger, die verlassen diese Dinger nicht, da ist Staub, da sind ein paar Zeltstädte. Das ist das, wo wir Leute 20 bis 30 Jahre ablagern, ohne Perspektive, jemals wieder integriert zu werden in eine normale Gesellschaft. Ich möchte eine Anmerkung machen, David. Du hast ja die Medien als Hauptschuldigen bezeichnet. Ich kann dir da nur absolut zustimmen. Ja? Das könnte man weit ausführen, das hast du ja auch schon mal in einem Vortrag gemacht hier. Das ist so, das kann man gar nicht leugnen. Jetzt schließt sich aber die Frage an, ich schätze mal, dass in diesem Raum viele täglich die Süddeutsche Zeitung lesen und ARD-Fernsehen gucken. Ja? Das sind ja weiterhin die bestimmenden Medien. Jetzt würde ich dich fragen, welche Alternativmedien empfiehlst du oder gehst du so weit sogar zu sagen, es ist besser, gar nicht die ARD und ZDF zu gucken, als sie zu sehen? Also meine ganzen Informationen, ein Großteil meiner Informationen kommen aus der Süddeutschen, aus der ARD, aus dem ZDF, aus dem Spiegel. Also die Frage ist nicht so sehr, sollten wir die nicht konsumieren. Da steht wirklich Gutes drin in der Süddeutschen. Und ich bin ein scharfer Kritiker, also der Qualitätsmedien. Aber steht Gutes drin. Nur der ideologische Rahmen, der ist einer, den wir sozusagen umändern müssen. Wenn man weiß, da ist ein ideologischer Rahmen, ein ideologischer Filter drauf, wie wir die Dinge sehen sollen. Wenn man den abzieht, dann kann man die Informationen benutzen. Und die sind wichtig. Also die Journalisten machen gute Arbeit. Sie berichten über das,
was Sie vor Augen sehen, aber in einem, wie gesagt, in einem Rahmen. In einem, so, ne? Und da der Rahmen war bei der Süddeutschen, das ist sehr interessant, also bis, ich glaube, bis zu Anfang 2016 hat Herbert Prantl sehr viele Kommentare geschrieben. Da ging es dann so um Abschreckungspolitik, Asylrechtsverschärfung. Da hat er Kritik geübt, so was da ablief und so weiter. Und dann auf einmal ist er weg. Und dann kommen Cornelius und so weiter, ab Anfang 2016, um den EU-Türkei-Deal vorzubereiten, den die Süddeutsche dann in allen Kommentaren als alternativlos, ohne bessere, Zitat, ohne bessere Option abgenickt haben. Niemand hat eine andere Option. Das war wirklich O-Ton. Niemand hat eine andere Option auf den Tisch gelegt. Und das beim Spiegel Online genau dasselbe. Keiner hat eine andere Option auf den Tisch gelegt. Also müssen wir das nehmen. Und was würde denn passieren, wenn wir das nicht machen? Dann kämen alle. Exodus. So, und das war, so wurde das dann gerechtfertigt. Und insofern hat natürlich die Süddeutsche, wie gesagt, die hat die Option gar nicht mal zur Kenntnis genommen. Ich meine, wie viel Zensur kann man machen, wenn man die Optionen gar nicht mehr diskutiert, die seit 30 Jahren von der Fachwelt, nicht von Hokuspokus-Leuten, sondern vom Bundestag, vom Europaparlament, von den Flüchtlingsrechtsexperten seit 30 Jahren empfohlen werden. Und die werden nicht mal diskutiert in der Süddeutschen. Dann wird einfach gesagt, ohne bessere Option. Und das, wie gesagt, das zu dem Punkt... Wie sieht das mit den Mainstream-Medien aus? Also es gibt absolut gute Berichterstattung. Ich selber habe ja auch lange für den Deutschlandfunk gearbeitet, gibt es vernünftige Leute. Man soll das nutzen, alles nutzen, was da ist, sich überall das Beste rausnehmen, kritische Fragen stellen, fragen, warum berichten wir hier nur über, was weiß ich, den Terror, was weiß ich, von Islamisten und warum berichten wir nicht über unseren Terror? Diese Fragen müssen wir müssen den ideologischen Rahmen mitbedenken, intellektuelle Selbstverteidigung machen. Und dann gibt es alternative Medien, kann man nutzen, aber auch da sollte man kritische Fragen stellen, bei Nachdenkseiten, die ich sehr schätze, wo unsere Sendungen auch immer verbreitet werden, aber das, was sie zur Flüchtlingskrise gemacht haben, Entschuldigung, also das ist absolut problematisch, einseitig, gefiltert, gilt aber auch für andere, die sehr stark auf Migrationskrise gesetzt haben. Also auch da bei den alternativen Medien gab es einen Fallout, gab es einen Blackout der Berichterstattung. Sie haben also auch Sarah Wagenknecht, die ich sehr schätze, also wirklich, die hat ihre sieben Sachen zusammen, wenn es um Neoliberalismus geht. Aber der Flüchtlingskrise ein vollkommener Blackout. Also sie hat komplett vergessen, nachzufragen, was die elementaren Tatsachen sind, sondern hat einfach nur populistische Sprüche wiedergegeben. Warum sie das gemacht hat, bleibt ihr Geheimnis, aber sie hat das gemacht, sie hat nicht mehr eine sachliche Kritik gemacht, eine Analyse erstmal gemacht und dann, wenn man eine Analyse gemacht hat, dann kann man sich ein Urteil erlauben, aber nicht irgendwelche populistischen Sprüche machen. Und das hat sie leider gemacht und viele andere haben mitgemacht. Und darum meine ich eben, ich meine nicht jeder Linke hat das gemacht. Aber es gibt einen Nährboden in der Linken. Und ich sehe, dass viele Leute den globalen Süden, also wenn es wirklich ernsthaft um konkrete Solidarität für den globalen Süden geht, nicht um diese netten Sprüche, ich bin für Menschenrechte oder so, sondern es konkret um Hilfe geht, wo wir auch ein bisschen anpacken müssen, wo wir ein bisschen was leisten müssen, wo wir natürlich auch Probleme haben bei der Integration. Niemand verschweigt, dass das ein einfacher Gang ist, auf einmal hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, afrikanische Flüchtlinge hier auch zu versorgen. Das ist eine Anstrengung, aber die müssen wir machen. Und viele sagen, ich spüre das, also die Solidarität liegt auf wenigen Schultern, wenn es konkret um Solidarität geht. Ich habe noch mal eine kleine Frage zu dem Verhalten Die Linke und Die Linke im Allgemeinen. Sie haben ja gerade einen Tipp gegeben, also Integration bedeutet Anstrengung und die soll wohl vermieden werden. Oder ist das speziell bei den Linken und bei den Grünen gleich? Oder kommt es auch aus der Schwäche her, weil wir haben ja nichts zusammengebracht. Also die Wohnungsknappheit wird ja objektiv größer durch die Flüchtlinge. Ich habe hier im Landkreis Beispiele, das kann man nicht leugnen, darum finde ich das auch nicht so ganz
klar, was wenn der Bürgermeister sagt, wir haben kein Problem, es hat sich nichts verändert, doch, es hat sich schon was verändert, es wird dann einfach enger und wir kriegen es nicht in die Reihe, nicht einmal den Wohnungsbau voranzutreiben. Also zu den Problemen, die wurden tatsächlich höher, also in den Kommunen, wurden höher eingeschätzt, als sie tatsächlich waren. Dass es Probleme gibt, wenn man komplett den Wohnungsmarkt sich selbst überlassen hat und wir jetzt ja generell auch ohne Flüchtlinge eigentlich schon einen angespannten Wohnungsmarkt haben, in Berlin das gleiche Szenario, in München wahrscheinlich noch verschärfter. Das heißt also, wenn man dann nochmal Zuzüge hat, starke Zuzüge, verschärft sich das Problem. Aber ich sage klar, dann müssen wir für Flüchtlinge und Deutsche, für beide muss es Wohnung geben. Was sagen Sie zu meinen Ausführungen? Ja, also die Fluchtursachen haben wir mit verursacht, also Deutschland, europäischen Staaten, USA vor allen Dingen, haben also die wesentlichen Fluchtursachen, also die jetzt für die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak kommen. Die syrische Krise hat ja auch, ist ja angeheizt worden, auch durch den IS. Der IS ist ein Auswuchs letztlich des Irakkrieges gewesen. Für den Irakkrieg sind wir mitverantwortlich. Wir haben die komplette militärische Infrastruktur bereitgestellt für den US-Angriff auf den Irak über mehrere Jahre. Und das hat dazu geführt, also man hat dann ja die Sunniten aus der Regierung rausgebracht, vor allen Dingen viele Generäle waren, also das Militär waren vor allen Dingen sunnitisch und die sind dann alle sozusagen sehr frustriert auf die Straße geraten. Das hat sich dann verbunden mit anderen radikalen Kräften, die sich bildeten, der IS. Und das hat dann auch diese Explosion erst erzeugt, weil nämlich militärische Kompetenz mit radikalen Milizen und Gruppierungen zusammenkamen. Und dadurch haben die ja auch so eine Schlagkraft bekommen. Und das ist dann übergeschwappt auf den Syrien-Konflikt und hat den weiter angeheizt. Also insofern sind wir auch in Syrien natürlich außerhalb der Bombardierung, die der Westen auch, den wir auch mit unterstützen, mit Aufklärungstornados, sind wir mitverantwortlich für diese Explosionen, die diese ganze Region zerstört haben. Wir haben seit 2001, seit 9/11, haben wir den Islamismus, der praktisch nur noch in einem Zipfel von Afghanistan war, in den Bergen, ohne Massenbasis, auch ohne Anerkennung in der muslimischen und arabischen Gesellschaften. Wir haben also durch diese Explosionen vom Afghanistan-Krieg über den Irak-Krieg, Libyen-Bombardierung, Syrien-Krieg und den ganzen Explosionen, den Drohnenkrieg, den Dirty Wars, was Jeremy Scahill Dirty Wars nennt, also die Nachtrazzien, die gar nicht erklärten Militäraktionen der USA durch Special Operation Forces überall im arabischen Raum. Wir haben also wirklich den Terrorismus, der am Ende war, an dem man, wie Experten damals sagten, leicht hätte komplett eliminieren können. Wir haben durch die Explosion ihn groß gemacht, verhundertfacht und über die ganze Levante, über die ganze Region verstreut, bis nach Südostasien, bis tief nach Afrika hinein, Mali und so weiter. Also bis dann Libyen und so weiter. Überall ist jetzt der radikal-islamistische Terrorismus auf dem Vormarsch. Wir sind verantwortlich dafür und wir müssen auch aufräumen. Das heißt, massive Reparation für die zerstörten Regionen, muss man ja sagen. Irak zerstört, Afghanistan zerstört, Syrien mit zerstört. Also massive Reparation, eine Entschuldigung. Und dann müssen wir natürlich uns herausziehen, komplett. Keine Soldaten mehr dort. Wir haben immer noch in Afghanistan Bundeswehrsoldaten. 17, 18, ja, Bundeswehrsoldaten, 1000 Bundeswehrsoldaten sind dort. Ja, natürlich unter dem Schutz, also man kann darüber diskutieren, haben sie eine Schutzfunktion und so weiter. Aber das sind die Konsequenzen. Wie gesagt, wir haben eine Region, die von Militärlösungen zerfetzt ist. Wie gesagt, wir sollten langsam mal unser Gehirn einschalten und sagen, vielleicht sind Militärlösungen das Problem. Ich habe nichts dagegen, dass Bundeswehrsoldaten dort sind, aber unterfüttert nicht mit einer Militärlogik, sondern mit einer Aufbaulogik, einer echten Aufbaulogik, die haben wir bisher nicht gehabt. Und Verhandlungslogik.